Wollen wir, geht's jetzt schon los oder ist jetzt noch scheiße? Nee, es geht quasi los jetzt schon. Das bleibt auch so. Auf der Aufnahme. Ja, das dachte ich mir fast. Dann hallo Trolli, was machst du denn heute hier? Oh, hallo Düss. Welch ein Zufall, dass wir im TS rumhängen. Und dieses Messer. TS. Und dieses Messer schneidet sogar Tomaten. Jetzt bei QVC mit Leuten, die wirklich sehr, sehr seelenlos blicken. Und geil sind. Na, aber sicher, mit Falte nur, da kannst du das Messer auch drin verstecken. In der Falte, nicht nur in der Po-Falte, ne? So Intro wollte das ja werden, ne? Genau, Intro. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo. Für die Prequels, die wir als Test-Sessions aufgenommen hatten und wo ich immer gesagt habe, nee, das kommt nicht hoch, da haben wir so viel die richtigen Namen noch gesagt und da, das war komisch und der erste halbe Spiel-Session war ich auch ein bisschen komisch drauf, das kann man nicht machen und das macht auch klar, das lag mir auf jeden Fall hoch, das war episch und... War's auch. Ja, bestimmt. Deswegen kommt das jetzt auch jetzt quasi. Also ihr hört jetzt quasi schon das Intro von uns jetzt eingesprochen zu Prequels, die wir im, ich glaube, November, ne, gespielt haben letzten Jahres. Das ist ja im November. Das ist also eine ganze Weile her und wir wissen auch noch so mittelmäßig, was da passiert ist. Düss mehr, weil er auf jeden Fall das geschnitten hat. Mhm. Das war sicherlich auch sehr nötig. Oh mein Gott, ja. ich hoffe auch, dass ich keine reellen Namen vergessen habe rauszuschneiden. Ich muss euch Kontrolle hören lassen, definitiv. Sagen wir es mal so, meiner wurde nie verwendet, mir ist das Wurst. Ja, klasse. Du bist ja auch so ein Kollegenschwein. Aber also, anyways, um dich mal zu Erzähl doch mal, was passiert ist bis hierhin. Ruhig. Ich hab's zweimal gemacht und es war jedes Mal scheiße, deswegen nochmal richtig. Also, ne? Billy und Jojo. Erste Spiel-Session. Ich krieg's heute nochmal hin, dass irgendwann richtig zu sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn mit deinem Lapsus heute? Spiel heißt es und du möchtest immer Spiel. Die spielen heute. Das sind meine nordischen Wurzeln. Der Nordische. Geil. Ich bin so Wikinger. Nee, aber Rot genau, Pferd. Da war das ja so, die waren richtig hart feiern, richtig mit allem drum und dran, irgendwo aufgewacht, hatten Spaß. Und dann musste man Billys Pelz suchen, Pelz suchen. Also jetzt mal kurz Schweigesekunde. Mein Pelz. Und auch Jojo war weg, also Jojos Jojo war weg. Ja, Jojos Jojo war weg. Und sie haben dann irgendwann über Ogi, genau, haben sie rausgefunden, dass sie das bei irgendeiner Tante abgegeben haben, die so eine, ja nicht direkt, die hat eine Pfandleihe gehabt, aber auch so angeboten, dass man Sachen aufbewahrt für eine Weile. Und da haben sie es halt abgegeben im Suff. Sind ich glaube ja, ganz ehrlich, dass die einfach nur das Zeug angenommen hat, weil wir die zu Tode genervt haben, garantiert. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ja. Vor allem, weil Guzo auch dabei war, ne? Boah, Guzo nackt nach 10 Minuten, das war, stimmt. Ja, auch nicht kalt, Silvester in Russland. Moskau kennt man ja, es sind ja ungefähr 47 Grad, das kann man also machen. Minus. Und, ach genau, und da kam ja auch der Typ von der Tanke das erste Mal vor, den ich mir da ausgedacht hatte, weil er so struckte war. Ja, stimmt. Wir wussten das nicht mehr, wer der Typ von der Tanke war. So muss das sein. Na genau, und dann war die bei der Alten und Jojo hat irgendwie gesehen, dass die so eine komische Waffe auf dem Tisch liegen hatte, die auseinandergebaut war und nicht aussah wie eine Waffe. Deswegen hat die Alte sich wohl auch keine Sorgen gemacht, bla bla bla. Und dann kam irgendwann raus, yo. Also die Alte, die hat voll krass die Falcons beklaut, das macht man natürlich nicht. Und Jojo hat das Ding gleich gesteckt, da sind die hin, haben die fett zerlegt und ne, was man halt so macht mit so einer alten, netten Dame. Und daraufhin kam dann dieser komische Bullenhans und zu Billy und hat gesagt, Kollege, ich mache dich voll kaputt, weil ich weiß, dass du bestimmt voll krass irgendwie diese kleine Bitch kennst, also die Jojo. Und da habe ich gehört, das ist eine Waffenschieberin und die war zusammen bei der Frau, die jetzt umgebracht wurde. Und das geht nicht, das macht man nicht. Hier, ich mache euch richtig hart kaputt. Und da haben sich gedacht, na Mensch, das ist ein bisschen blöd. Was machen wir denn da? Moment, hatte ja auch, ich muss dich ja nochmal jetzt, Entschuldigung, nee, mach tut gern. Mir leid. Nee, er hat ja auch gesagt, dass ich bei den Crew vermerkt wäre. Und da Billy ja mit der Crew zu tun hatte in der Vergangenheit durch ihre Eltern, ist ihr das sehr, sehr sauer aufgestoßen. Genau, das war so ein Typ, der einfach irgendwelche Hintergrundinfos ausgräbt und dann versucht, die Leute unter Druck zu setzen, auch wenn er nicht weiß, ob was dahinter steckt. Und das hat gut funktioniert, offenbar. Also nicht nach seinem Willen, aber irrelevant. Genau, und haben gedacht, Mensch, wir reden mal mit unserer Polizisten-Connection, haben sich den Plan besorgt von, ihr schuldet ja immer noch was, von der Polizeizentrale und haben gedacht, Mensch, da können wir mal einbrechen. Und dann kam die erste Spielsitzung, ich hab's hinbekommen, mit Quinta, den wir dann neu akquiriert haben und das ist quasi das, was jetzt kommt, ne? Richtig, wir hatten Quinta das erste Mal dabei und seine Background-Story wird ganz kurz erwähnt, aber wer die erste Episode sich angehört hat, wird Quinta wiedererkennen. Oh, da waren wir noch richtig schlecht, Junge. Sind wir irgendwann mal besser geworden? Ich habe nicht gesagt, wir sind immer noch richtig schlecht, aber jetzt wenigstens mit Selbstbewusstsein. Ich habe kein Selbstbewusstsein. Sag zu dem, der immer weinen muss. Ich hab doch gar nicht gesagt du, ich hab gesagt ich. Wow.
Das musste einfach. Okay, und damit starten wir die erste Test-Session beziehungsweise Prequel. Geil. Genau. Sag's nochmal. Viel Spaß und bleibet geil. Dankeschön. Und sag was mit Spielen. Spielen? Oder spülen? Spülen? Wunderbar. Habt Spaß. Schissen. So, Leute. Absolut. Wollen wir anfangen? Wollen wir irgendwie oder nicht mehr so? Ach ja, stimmt. Zählt das nicht schon als Fluffen? Das zählt einfach nur als normal. Ja, also los geht's. Na hier, dann macht mal Zusammenfassung und so und Jetzt muss ich erst noch ein bisschen lachen. Bin doch auf, ins Buch zu gucken. Jetzt machen wir irgendwas anderes. Ach genau, wie würfeln wir eigentlich? Fällt mir gerade ein. Also nein, würfeln wir überhaupt noch? Ach ja, was TS, genau, stimmt. Moment. Mach das mal einen Wurf auf Atmen, bitte. So, warte, ich atme. SR 100 und 35er Folge. Macht mal so eine Art, was ist denn was haben wir letztes Mal gemacht, Kinder? Fester, schneller, ja. Weiter, das haben wir gemacht. Höher, schneller und weiter. Und das höher, ist schneller und weiter. Und fester. Und Penis. Pansen. Brüste. Oh, Titten. Siehste, ha, du bist dran. Okay. Letztes Mal ist passiert bei den White Russians, dass wir quasi gar nicht groß so gefeiert haben diesmal. Ich weiß noch, dass sie mit ihren Kontakten gesprochen hat. Dann hat sie sich mit ihrer Bullenkontaktin getroffen, weil die nämlich Informationen rauskriegen wollte über, und jetzt muss ich mal ganz kurz mein Dokument aufrufen, weil da ist nämlich niedergeschrieben, wie der Typ hieß, Smirnov, Gedöns. Was dat denn? Nee. Also der Smirnov-Typ, um den ging's, wollte Informationen und bekam die auch von dem Typen, von ihrer Bullenkontaktin. Und dabei kam im Endeffekt raus, dass der ein Arschloch ist und ausgebrannt und gefährlich, obwohl die Straßenbullen nicht so gut kannte, aber halt nur schlechte Geschichten drüber gehört hat. Und wir sollen uns nicht so viel Köpfe machen. Wenn es da tatsächlich was gäbe, dann würde man das in einem Office finden, das irgendwo oben im 10er-Gebiet ist, ne? Wenn ich mich nicht ganz täusche, war 10er-Gebiet. Und Gedöns wäre, dass im Endeffekt dort alle Informationen dann hinterlegt wären, ob da wirklich die Crew oder irgendwelche Militäreinrichtungen die Informationen von Sibylle abgeschöffelt hätten. In der Zwischenzeit kam Felix dann bei Sibylle vorbei und hat ihr tolle neue Schuhe gezeigt und sie angepinselt von wegen und hier, wer ist die höhere und bessere Queen? Hier 9er-Gebiet, dankeschön Beppo. 9er-Gebiet und genau. Auf jeden Fall hatte dann Felix auch Informationen gebracht von Valeria, vom Puff, dass es einen Anwalt gäbe, der mich raushauen, der Sibylle raushauen könnte, sowie ein Comlink mit einem Frühwarnsystem im Falle, dass irgendwelche Gesuche über die Polizei bei mir eintreffen. Und dann haben sich mit den Informationen Jojo und Sibylle in Saschas Bar getroffen und auch Guso war dort. Und dann gab's erstmal lecker, warte mal, das einmal war... Crazy Traffic Light. Genau, Crazy Traffic Light, den gab's für Umme, weil nämlich Sascha den nicht kannte. Und den hat er jetzt gleich auf die Karte gesetzt, zum sehr großen Erfreuen von unseren beiden Statistinnen, hätte ich beinahe gesagt, von unseren beiden Protagonistinnen. Und dann haben wir, glaube ich, wieder mal einen Tee gehabt, wie das so oft passiert, wenn wir uns treffen. Natürlich. Und wir haben irgend so ein komisches Getränk gekriegt, das er neu ausprobieren wollte. Richtig. Das war übelst widerlich und... irgendwie nicht für Leute mit einem Blutvolumen unter 6 Liter Blut geeignet sind. Was ja für Jojo extrem scheiße ist. Weil ich glaube, die hat ja so einen Fingerhut voll an Blut, ne? Ja, ungefähr. Das zirkuliert. Ja, die ist ja einfach zu klein. Gut, und das meiste von dem Blut ist wahrscheinlich auch noch in den Brüsten. Und dann ging es weiter, dass wir, das ja, doch quasi... Warte? Die hat doch kaum Brüste. Ja, aber Nippel, wie ist Schneewittchen, keine Arsch. Ja, so ein bisschen hat sie, aber nicht viel. Ist doch egal, wo ihr Blut aber ist. Brüste. Ist doch in der Vagina. Ah ja, Kitzler kann man auch als Penis bezeichnen. Gut, wunderbar, so haben wir das auch wieder. Und dann haben wir noch bei Sascha schön einen drauf gemacht, wurden von Guso und Jojos Auto nach Hause gefahren, beziehungsweise zu Jojo gebracht und haben dort erstmal unseren Rausch ausgeschlafen. Ne? Ach ja, Zappel war ja auch noch da, ne? Ja. Zappel hat ja auf deine Bude aufgepasst und da gab's dann noch eine kleine Excursion mit der guten Vicky. Genau. Viva Vicky. Und ja, die ist nicht so happy, dass da Zappel sie quasi an die Heizung gekettet hat. Sie ist aber gut weggekommen. Noch. Ich glaube, die war im Schock. Ja, mit einem blauen Auge quasi davongekommen. Und Kirsche, von denen ich erst dachte, es sei Blut und voll den Aufriss gemacht habe. Und dann hat sich rausgestellt, es ist nur Kirsche.
Aber Zappel hat dich ja auch 75 Mal angerufen und du bist nicht drangegangen. Ja, 75 Mal innerhalb von einer halben Stunde, die Sau. In einem lauten Club. Ja. Memo an mich, stimmt, das habe ich, wollte ich mir noch hinter die Ohren schreiben. Mein Klingelton auf die Datenbuchse umzuleiten, damit ich das direkt höre. Mist! Wunderbar, Spielleiter. Warum habe ich das eigentlich, warum hat Sibylle das eigentlich nicht gehört? Ihr wart beide betrunken. Und es war okay. Laut. Ich beuge mich der Auffassung des Spielleiters absolut. Wunderbar. Und dann haben wir uns am Folgetag mit deiner Polizistin treffen wollen. Allerdings saßen wir dann eine Stunde für umrum und bis wir dann kapiert haben, dass wir uns einen riesen Burger bestellen sollen, was Sibylle überhaupt nicht geblickt hat, aber Gott sei Dank Jojo ist smart enough und hat dann nämlich sich einen riesen Burger bestellt und da war dann gar kein riesen Burger, sondern es war eigentlich im Endeffekt nur die Information und die erste Map, die die beiden vom Gebäude erhalten haben, wo sie wahrscheinlich rein müssen, um die Informationen herauszuholen. Heute Abend oder wie auch immer, vielleicht mal gucken, dass sie sich das angucken zumindest, wie das aussieht da. Und ein bisschen, ja, ich denke mir auch, Sibylle wird einen glorreichen Einfall haben, dass es sich an deinen einen Bekannten da erinnert, der ja den Krankenwagen fährt und weil der ja quasi Krankenwagen mal irgendwann gefahren ist, müsste der doch theoretisch... Na, der war doch weg die letzten Wochen. Ja, vielleicht ist der ja wieder da. Im Übrigen ist das unser Bekannter, du kennst ihn auch. Wir kennen uns alle. Sitzen lassen. Ja, ja, gut, genau. Ne? Du darfst ab und zu mal an die Brüste greifen. Du hast ihn abblitzen lassen. Du kennst ihn besser als Jojo. Quasi. Also näher quasi. Muss ich, was heißt, muss ich, darf ich mir denn dann quasi Stervon als Kontakt aufschreiben? Zu, das ist ein Spielercharakter, du Trottel. Ich wollte gerade sagen. Ich möchte sofort einen Kontakt haben mit dem. Ja, bitte, schreibt hier auf Stervon. Wird er eigentlich von einem Stervon genannt? Ja. Gut. Hat er noch keinen? Außer von Jojo. Wieso, wie nennt Stervon Jojo ihn denn? Gesagt. Wie nennt ihr Jojo ihn? Das werde ich mir dann überlegen, aber Jojo nennt fast jeden irgendwie anders. Okay, dann haben wir das ja auch geklärt. Auf jeden Fall hatten wir ja noch, wir beide ja noch quasi, also Jojo und Sibylle hatten ja noch eine ausführliche Unterhaltung über so einen kleinen Bereich von Sibylles Vergangenheit, den Jojo sich angehört hat und ein bisschen verwundert ist über die ganze Geschichte und das eigentlich gar nicht so richtig glauben kann. Also, was wir jetzt wissen soweit, wir haben ein paar Angestellte, die so ungefähr bis 2 Uhr nachts arbeiten können. So 5 bis 6 Leute schaffen am Tag im 13. Stock. Es gibt einen Wachmann am Eingang, 24/7. Und es gibt immer noch mal einen Wachmann auf dem 13. Stock, der das Treppenhaus quasi... Der sitzt also in der Bullendingsbums drin. Empfangsbereich, der das Treppenhaus überwacht, wollte ich sagen, weil du bist mir ja hier ganz klar wieder mal über die Mundhöhle gefahren. Da steht was drauf. Ich hab dir was reingesteckt. Was? Du hast mir was rein. Oh. Ich hab dir was in den Mund gelegt. Was denn? Es ist groß und es schmeckt salzig. Leute, kommt schon. Also, dann war es ein Polizist, der bei Parashield wohl arbeitet und vor Ort kann man die Wachpläne selbst wahrscheinlich übers Paner schnüffeln. Und damit, denke ich, habe ich den Tag, den vierten Abend, soweit ganz gut beschrieben. Guter Mann. Danke. Eigentlich gute Frau, aber macht ihr nichts. Ich habe nur eine tiefe Stimme für eine Frau. Gut, bevor ihr jetzt irgendwas macht. Bei Stevi war es so, dass man musste sich ja immer durchschlagen mit Kurierjobs und die waren nicht immer gut bezahlt und man musste ja noch hier so ein bisschen was abbezahlen und drohen und das war alles aufwendig und Scheiß. Aber zum Glück hatte Vlad dich eingespannt, außerhalb von Moskau ein bisschen was zu transportieren in der Wildnis. Dafür durftest du sogar, naja, pass auf, du durftest auf eins von deren Motorrädern benutzen, einfach weil deine Kiste ländlichen Gebieten, da kommst du keinen Schritt weit und die ist lahm und sieht außerdem noch scheiße aus. Und das würde ich mir so nicht gefallen lassen, würde allerdings es runterschlucken. Sowas hörst du dort den ganzen Tag, die Karre ist eins dran, ne? Ja, ist in jedem Fall. Vierrad. Das ist ein gutes Vierrad-Elektroauto, Junge. Genau, das hast du nach einer Zeit hinter dich gebracht. Das waren so mehrere Aufträge, wo man so verschiedenste Dinge transportieren musste. Es kommt nicht drauf an, was das ist. Ist auch völlig egal. Aber es wurde verdammt gut bezahlt und hat dir so ein bisschen... Also du hast jetzt so ein bisschen Anerkennung auch von denen dafür bekommen. Und damit meine ich nicht Penis, sondern Anerkennung. Wertschätzung quasi. Und die Sache ist also gelaufen. Penis. Genau, das heißt, du bist wieder in Moskau. Du hast ordentlich jetzt Kohle erstmal gescheffelt, um die nächsten Monate einigermaßen so über die Runden zu kommen. Viel Spaß. Ja, 7.1. ist es. Haben wir heute den 7.1. schon? Meine Fresse. Mhm.
20, was? 80. 80. 2080, meiner Treu. Denn für ein Tag heute? Warte, lass mich mal gucken, was für ein Tag heute ist. Mach mal, ich guck sowas nicht. Ich mach sowas eben mal, Moment. Mike, winzig weich, sei Dank. Ja, Moment. Es ist ein Sonntag heute. Es ist Sonntag, der 7.1.2080. Ah, 7. perfekt. Ne? Kommst gerade heim. Genau. Ich komm gerade auch gerade heim. Und erstmal eine Nachricht an die Kollegen, sprich euch beide. Von wegen, bin wieder im Lande. Wo kann man vernünftig eintrinken gehen? Du kriegst sofort einen Anruf, einen Konferenzanruf. Sibylle ist selbstverständlich auch drin, weil sie das nämlich gesehen hat. I'm too sexy for my love. Ja. Yo. Hallo? Hey. Steffi, altes Haus, du bist wieder da. Ich wusste, dass es Steffi wird. Nein, Steppi. Achso. Steppa. Okay, gut, akzeptiert. Ja, Gott sei Dank. Mann, die Falcons können einen richtig einspannen, wenn sie wollen. Nicht Stimmt. zwischen den Arschbacken. Ach so. War das jetzt ein Wortspiel? Nicht. Ja, man darf es ja versuchen, oder? Ja. Und wie war's? War's schön? Ich hoffe, es hat sich gelohnt, dass du Silvester verpasst hast, mein Freund. Du hast Silvester verpasst. Du hast den ultimativen Abend verpasst. Jojo, wir haben Silvester auch mehr oder weniger verpasst. Psst. Womit habt Verräter. ihr denn Silvester verbracht? Man Womit? sieht förmlich die Anführungsstriche. Oh, snap. Wenn wir das so genau wüssten. Wir hatten Konfetti. Ne Wir Haufen hatten Konfetti. Konfetti, genau. Und Schlangen, Luftschlangen. Ja, und wir haben unsere Sachen irgendwie hergegeben. All eure Und, Sachen? bitte? All eure Sachen? Fast. Die wichtigsten? Also eure Anziehsachen. Auch? Fast. Okay, jetzt bereue ich es, dass ich nicht dabei war. Ja, das würde ich aber auch so sagen. Nee, ich durfte ein bisschen Motorrad fahren. Man hat es mir Wow. gestattet. Na! Super. Naja. Ja, Mini und versteht das dann? nicht. Nee. Er durfte Motorrad. Na doch, ich kann's. Also, wenn ich glaube, dass ich glaube, wie du oder wo du oder wann du weg warst. Moment, ich hab vergessen, wie man redet. Erklär mir mal bitte kurz, wie man spricht. Hast du Ach, schon ihr wieder wart ohne mich schon getrunken? trinken. Sag das doch. Nee, ich wollte gerade sagen, hast du jetzt Nee. wieder ohne mich getrunken, Ich hab Jojo? noch gar nichts getrunken. Du Also bist doch jetzt gerade mal. erst gefahren. Tacheles, wo treffen wir uns, Kinders? Sag mal was, also schlag du mal was vor, irgendeinen lustigen Laden. Also wir können zu Irgendwie. Boris rein theoretisch, aber der macht ja erst Nee, spät auf. nee. Und lebt in der falschen Gegend, mein Freund. Ach, du wieder. Na, Ja, ja, was ja, ja, denn? ja. Ich weiß, wir müssen das noch irgendwann mal in die Griffe kriegen, du und dann. Einen Ja. anderen Laden, okay? Sollen wir zu Sashi Spatz wieder oder? Da waren wir doch gestern. Noch was anderes. Warte mal, wir haben doch noch den, Einen wir haben von doch deinen gerade die. Kumpelclubs hier. Mein? Ja, klar. Moment, wir haben doch noch eine Dings bekommen, gerade eine Message die Tage von dem anderen Club, wo wir da waren, da wo Steampunk lief, wo wir Wiki trafen. Wie hieß denn der Club gleich wieder? CC. Shipwreck. Der wird ja gerade CT. erst noch umgebaut, deswegen Eben. ist der noch nicht wieder offen. Ach so. Aber habt ihr nicht Und irgendwie so Bars und ihr habt doch eine übelste Businessfertigkeit, klar, oder? wir haben Bars und Clubs. Ja. Ja, dann denkt Aber euch mal einen pass Club auf, aus. pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wir gehen ins. Wo gehen wir denn hin? Irgendein. Wir müssen mal wieder in irgendeinen Schwulen- und Lesbenclub gehen. Das ist jedes Mal wieder witzig. Schätzlein, Was denn? wir gehen zum Papagei. Der hat schon offen. Echt jetzt? Gut, gehen wir Ja, wir hin. gehen zum Papagei. Dann gehen wir zum Papagei. Soll ich deinen Tukan wieder mitbringen? Nee, der ist so schwer. Och, Hä? schwer. Pappmaché. Naja, okay. Okay, jetzt möchte ich wissen, was das für eine Kneipe ist. Ach, Ist es Steffi, eine lass dich Lass einfach dich überraschen. überraschen, Schätzchen. Hör doch auf, immer so planen Ich zu wollen mit weiß noch, ich weiß uns. schon, wenn ich mich bei dir überraschen lasse, Sibi. Ja, du könntest eigentlich überhaupt nichts anderes von mir erwarten als Überraschung. Also jetzt mal, ne? Eben. Pass auf, ich schicke euch eben die Adresse mit Gedöns und dann wisst ihr Bescheid. Und dann treffen wir uns da in. Ich muss mich erst noch fertig machen. Ich muss mir die Nägel noch machen. Ich muss duschen. Ich muss die Haare machen. Okay, Und. also in ungefähr 2 bis 3 Stunden. Mach drei. 3 Stunden. Ja, ihr könnt ja früher da sein. Nein. Nein. Also 3 Stunden brauche ich bestimmt. Okay, dann treffen wir uns in 3 Stunden. An dem Laden vorne. Ja, meine. Gut, dann gucke ich jetzt, womit ich die nächsten 3 Stunden verbringe. Irgendwelche Vorschläge? Gute Frage. Ich muss, glaube ich, erstmal auspacken hier. Versuchen, ich vielleicht sollte ich vielleicht auch mal duschen, sowas ähnliches.
In der Hoffnung, dass Wie, noch bist du sowas. ekelhaft? Ich hoffe, dass sowas ähnliches wie sauberes Wasser aus meiner Wohnung rauskommt. Also Wohnung. Haha, du hast die falschen Filter eingebaut. Du musst dir andere Filter einbauen, dann geht das auch. Ich glaube, Filter an sich wären mal eine tolle Sache. Du hast keine Filter? Also ich glaube, ich weiß, was du die nächsten 3 Stunden machen kannst, Schätzchen. Ich glaube auch, dass ich weiß, was ich die nächsten 3 Stunden machen kann. Steppi, Filter besorgen und Filter einbauen, dafür brauche ich länger als 3 Stunden. Aha. Machen wir die nächsten Tage, Steppi, dann setzen wir dir Ja. mal ordentliche Filter rein und dann hast du auch nicht immer braunes Wasser. Ach, und ich wundere mich, wo ich meine grüne Haut herbekomme. Das könnte sein, weil du so selten duschst und Moos angesetzt hast. Moos? Das ist Gemüse, das ich nicht so gut artikulieren kann. Moos? Du kannst nur mit Möse, ne? Du meinst meine Sissy Boy Pussy? Ich mag das Wort. Ja, genau. Okay, dann werde ich jetzt irgendwas suchen, womit ich die nächsten 3 Stunden verbringen kann. Dann werde ich und aufhören, euch mit dem Scheiß zuzulabern und jetzt mal auflegen und wir treffen uns dann später. Macht's gut! Tschümidü! Tschüss! Auflegen, das ist so Es liegt 20er auf. Jahre. Wir sind oldschool. Ja. Ja, klar. Ja. Stefan, drückt imaginär auf den roten Knopf und ja, packt tatsächlich erstmal aus. So die 7 Sachen, die er hat. Kann sie fast wirklich an 2 Händen abzählen. Ja, mal gucken, ob irgendjemand in der Wohnung war. Es sieht genauso aus wie vorher. Ich weiß nicht direkt, ob Stefan jetzt ein ordentlicher Mensch ist, aber irgendwie gehe ich Nein. nicht davon aus. Nicht wirklich. Es sieht noch genauso aus. Ja, Trautesheim Glück allein. Bisschen zugestaubter, aber das ist ja Standard. Ja, da muss man gucken. Die Ratten haben es noch nicht bis in deine Wohnung geschafft. Die Teufelsratten Nee. oder die normalen? Beide? Was mich daran erinnert, ich wollte dringend mal in eine meiner Drohnen, beziehungsweise irgendeiner Drohne, ich muss auch gucken, welche dafür eher geeignet ist, wahrscheinlich nicht das fliegende Auge, eine Waffe oder sowas dran bauen. Das wäre es eigentlich so. Pang! Auf Rattentot. Rattenjagd gehen mit einem Maschinengewehr. Muhaha, TM. Ja, auspacken, schauen, was so im Tritt läuft, die Alles, Sportergebnisse ne? der letzten Woche gucken. Wie heißt nochmal die Moskauer Eishockeymannschaft? Und die Moskauer Mannschaft habe ich vergessen nachzugucken, wollte ich aber eigentlich getan haben. Es sind die Moskauer Eisbären, versteht sich doch. Yokai. Die haben in ihren letzten Spielen sehr durchwachsene Ergebnisse gezeigt. Der Trainerwechsel hat ihnen nicht unbedingt gut getan, obwohl die Mehrheit der Stammfans darauf bestanden hat. Also bisher sieht's so aus, also die brauchen ihren Spieler wieder. Ich meine, Kreuzbandriss ist 2080 eigentlich nichts mehr. Wer weiß, warum der jetzt 3 Wochen ausgefallen ist, aber die brauchen auf jeden Fall diesen Typ, der einfach nur alle wegfegt. Und nein, die heißen jetzt Eisbären. Ansonsten kommt im Tritt alles, was du dir halt so ansehen willst. Du kennst ja das Programm. Gewalt, Genau. Sex, Nutten, Nachrichten. Wahrscheinlich all das, was du genannt hast, so auf mehrere virtuelle Bildschirme gepackt. Zeichentrick. Anzumerken ist, ich hoffe, Soaps. Soaps natürlich anzumerken ist, neben Soaps, dass ja, ich weiß nicht, wie weit ihr im Hintergrund seid, da ist ja ein relativ großer Bezirk von Moskau vor einigen Jahren weggefegt worden. Und da gibt es ja immer so einen Gedenktag, ne? Und der ist auch wirklich groß. Da gibt es Paraden und Trauerspiele und alle profilieren sich irgendwie, weil sie ja sagen müssen, was das für eine schlimme Tragödie war. Da gibt es noch ein paar Schuldzuweisungen und so, wie sich das gehört. Es gibt jetzt immer noch keine, und das regt viele auf, immer noch keine Entscheidung über den neuen Pianisten. Da werden echt manche Leute unruhig, weil das so ein großes Ding ist. Aber unabhängig davon laufen wirklich schon viele Vorbereitungen. Jeder versucht sich, also jede Gruppierung versucht sich da irgendwie im rechten Lichte dastehen zu lassen. Es gibt schon ein paar Ansätze von Humanis, die da auch wirklich eine Spendengala eingerichtet haben, um dann auch entsprechend im Sinne dieses Tages Moskau zu helfen, die jetzigen Problemzonen auch noch zu stabilisieren. Also sie werden da wieder ein Großaufgebot haben von Leuten, die Decken ans Quarter verteilen und essen. Und also man steht da wirklich zusammen. Das wird jetzt bald nochmal bestimmt für den einen oder anderen nervig wären, weil es halt nur noch im Tritt kommt und so. Für die anderen ist es halt wirklich eine hochemotionale Sache, ja. Ja, für mich ist das so ein Mittelding, weil gerade eben erst wieder vernünftig ins Tritt reinschauen könnt, weil die ganze Zeit ja auf Achse gewesen. Vor wegen Humanis waren die eher rechten, nur Menschen sind Menschen, war. Das kann man so nicht sagen. Nur nicht magische Menschen sind Menschen.
Ja, okay. Aber sie tun so viel für die Gemeinschaft, du glaubst es gar nicht. Bildungsprogramme und alles für Menschen. Und Essen austeilen für Menschen. Und nicht Menschen einfach mal zusammenschlagen, aber das erfährt man ja so sehr in den Medien nicht, denn die sind ja doch einflussreich. Ja, trotzdem, ich bin ein fucking Ork. Ja, man merkt das schon. Ja, ich habe fucking grüne Haut und darum können wir dir eigentlich mal ganz gepflegt gestohlen bleiben. Das Lustige war vielleicht vor 5 Jahren oder sowas, als das noch nicht so wirklich rausgekommen ist, war ihm das relativ wumpe. Aber jetzt, wo man es so am eigenen Leib spürt, da merkt man sowas halt. Gerade auch ein paar der Mitarbeiter, die sich aktiv stark mit rausgemobbt haben, da waren auch so ein paar humanes Enthusiasten dabei. Darum. Tritt gucken. Ja. Gut. Wie gesagt, tatsächlich wird er versuchen zu duschen. Also so ein Filter, ne? Ja. Also so ein Filter wäre eine richtig gute Idee, mal so zukünftig, weil die Plörre, ich meine, wenn sie kalt ist, ist schlimm genug, aber was da manchmal so mitkommt, gerade wenn das länger jetzt nicht mehr in Betrieb war, diese rostigen Absätze, die am Anfang da rausbröckeln, das ist nicht geil. Nee, ich denke, dass er auch die erste halbe Stunde damit verbringen wird, einfach nur laufen zu lassen. Gut, dass du ein Wasserkontingent von so einer, weiß ich nicht, insgesamt 1 Stunde pro Tag hast, da geht das schon. Ja, die halbe Stunde duschen passt schon. Jut. Wasserkontingent von 1 Stunde, okay. Also Dauerduschen halt. Ja, nachdem man sich so halbwegs wieder wie ein Mensch fühlt, wie ein Ork fühlt, also die Gegend abpappern, genau, einfach mal rausgehen, einfach mal Frischluft schnappen, in Anführungsstrichen. Es ist sogar, also die Luft ist frischer als an manch anderen Tagen. Du hast Glück. Ah, ich bin ein Glückspilz. Mhm. Ja, immer auch so eine, ich weiß nicht, wie das hier, wie häufig das hier so ist, eine Drohne dabei haben, diese kleine, ich glaube, Drohnen sind per se nicht eh, oder? Nö, das, was du da hast, das ist easy. Genau. Und ja, die fliegt auch immer, also die Augendrohne fliegt auch eigentlich immer so grob in der Nähe rum. Ist sozusagen sein Auge im Rücken und ja, schaut sich ein bisschen die Gegend an, ob sich irgendwas verändert hat in den Wochen, in denen er weg war. Es ist tatsächlich nicht groß irgendwas passiert. Es sind dieselben Leute, die abhängen. Es sind dieselben Leute, die sich streiten, die irgendwie einfach ihr scheiß verficktes Kackleben haben, ne? Gut. Ja. Machen wir die anderen mal, würde ich sagen. Ja, ist eine gute Idee. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, bevor ich das vergesse. Billy kriegt von Sanya, übrigens Lanya ist ein gutes Album, also von Sanya kriegt eine Nachricht mit einem Link zu der Comfort Zipline Stiefel mit Echtpelzlinie. Nur 300 Nuyen für beide. Das ist ein super Sonderangebot, weil Echtpelz. Alter, mach fettig. Da kann die nicht nein, geht nicht, kann die nicht nein sagen, geht nicht, passt nicht. Also die sind auch, man sieht auch schon so sonst, Qualität ist wirklich um einiges besser. Es ist zwar kein echtes Leder, okay, aber das wenn's sieht man Pelz kaum. Nein. Bestellung. Tja, sie nimmt die Bestellung an und wird die dann bei sich auf Lager haben. Kann die mir nicht mit der Drohne das Ding zuschicken? Also ich meine, wenn das gewünscht ist, macht die das natürlich. Ich kann dann gerne vom Abbuchen, ne, bekannte Nummer. Ja, dann macht es halt mit normalen Standard Kurierversand-Dingens, kein Ding. 090 soll sie gerade machen. Und ich schicke gleich das Bild weiter, ohne den Preis, an Felix und sag, na, haha, so sehen sie ihn schön aus. Dann kommt nur zurück, Nachmacherin. Faggot. Bitch-Tranny. Ja, und immer noch hübscher als du. Das sagen dir die Kerle nur, solange die wissen, dass da was baumelt, alte Tittenschlampe. Puh, kommst du noch in Papagei? Ich arbeite gerade horizontal. Und dabei kannst also du über den Comic was schicken? Ah ja, der Typ ist echt, also, kann ich. So, da meine Chefin gerade heimkommt, muss sie Bill jetzt auch die Haare machen gehen und in der Zwischenzeit kannst du mit Jojo weitermachen. Und den Nagellack. Nagellack und Haare und Duschen. Und der Krimt unter der Vorhaut rauskratzen. Jut, jojo. Ja. Muss ja auch mal kurz Krimt unter der Vorhaut vorkratzen, ja? Das wird schwierig. Geil. Nee, ich mag, dass sie schwierig gesagt hat und nicht unmöglich. Tja, 2080 ist alles möglich. Ausfahrbar. Keine Idee eigentlich. Auf jeden Fall geht das Weibstück sich jetzt ihr Skateboard schnappen, geht noch ein bisschen vor die Tür. Ich weiß schon, wie kalt das ist. Ja, und zum Teil immer noch vereist.
Okay, wenn es vereist ist, geht's natürlich nicht, so ein Scheiß. Dann muss sie drin bleiben. Na, es gibt Indoor-Skater-Parks, so ist es nicht. Gut, dann geht sie da noch hin. Für eine Stunde. Es dauert halt eine Weile dahin zu. Ja, da bist du insgesamt mit hin und zurück 2 Stunden unterwegs. Das ist halt ein bisschen nervig. Aber kostet auch ein bisschen Geld, das Lebensziel. Aber prinzipiell kannst du da halt wenigstens ein bisschen skaten. Dann macht sie das. Im Winter muss das ja auch gehen. Ja. Gut, dann wird sie da noch hinfahren. Und das nur ein bisschen machen und wird dann irgendwann noch zurückfahren. Und dann, weil es wahrscheinlich sehr anstrengend war, geht sie dann tatsächlich auch nochmal fix unter die Dusche und hüpft dann los zu dem bekannten Treffpunkt. Und irgendwie hätte sie eigentlich mal eine Stunde Pause machen sollen. Aber es ist Jojo, muss nicht sein. Aber so ein Filter, ne, in der Dusche, ist echt was Gutes. Ja, das wird sie auch denken, als das klare Wasser auf sie herunterregnet. Ja. Stefan ist froh, wenn es nicht braucht. Klar und wahr. Okay, sie duscht also in Urin. Gut, dass sie den extra Filter dafür eingebaut hatte. Kann man ja mal machen. Riecht auch besonders angemessen. Ihr kommt dann also hier gegen 16:30 am Papagei an. An die Wand wird... Ja doch, 16:30 passt. Und irgendjemand muss das Ding mal beschreiben, denn ich kenne das nicht. Der Papagei ist eigentlich die typische Gay-Bar. Also tatsächlich nicht nur GLTF oder so irgendwas, sondern es ist tatsächlich eine Gay-Bar. So mit Cowboy vorne dran, der quasi mit dem 8-Pack, also 8-Pack quasi, und einem Cowboy-Hut und dem roten Tuch um den Hals und halt Chaps ohne, wie sagt man gleich wieder, ohne irgendwas unten drunter, ne? Da steht und den Cowboy-Hut sich gerade so ins Gehänge hält. Kann man, weiß jeder, was Chaps sind? Ich ja, selbstverständlich. Okay, gut, wunderbar. Also so Lederchaps, ne, steht der quasi da einmal als alte Figur und nochmal als RR natürlich animiert, quasi wie der Marlboro-Mann. Und dann geht's quasi in den Eingang rein und dann ist da drin normalerweise, sagen wir mal, die Hardcore, ne, Biffs und Butches stehen da rum mit ihren Chicks und halt auch die typischen 2080er Jahre Gay, Schnurrbart und Nasenhaar, Schwulen. So kann man sich das vorstellen. Da gibt es einen schönen Tresen, der in der Mitte ist. Der ist so quasi wie ein U angelegt. Also so ein bisschen Cowboy-Style hat man schon den Eindruck, wenn man reinkommt. Ein bisschen verraucht da drin auch. Und das, ja, kriegt man halt alles von Bier über Whisky hin zu, keine Ahnung, irgendwelchen Cocktails natürlich auch. Ne, also Appletini oder so irgendwas. Also jetzt gerade wirklich alle Vorurteile rausgedrückt und die Zuhörer, die jetzt irgendwie homosexuell sind, die werden mir wahrscheinlich sagen, du Spastiker, hast doch gar keine Ahnung. Stimmt. Haben wir keine. Stimmt. Und kann man sich auch in solche typischen amerikanischen Diners-Boxen setzen, wenn man möchte. Oder halt tanzen. Ne? Tanzen ist da wieder ganz groß geschrieben, wer sich da hinsetzt, hat verloren. Also sagen wir es mal so, es gibt selbstverständlich auch einen Käfig, in den ihr gerne klettern könnt und ein bisschen tanzen, wenn ihr Bock drauf habt. Ne? Gut, ja. Hinterher vergessen die da mich zu füttern, das geht nicht. Du kannst doch viel zu laut schreien. Nee. Ich versuche dich jetzt den ganzen Abend darauf hinzuweisen, also schneit hier. Das führt nur meinen Neid. Ich frage mich gerade, was, also Stefan denkt sich so, was denken die jetzt, wenn so ein Kerl wie ich mit 2 Chicks wie denen in eine Gaybar kommt? Umoperiert. Alle? Nein, du warst meine Frau. Outgame, warst du noch nie in einer Gaybar? Also ich war auch schon in einer Gaybar, die sind da jetzt nicht so, weiß ich nicht. Wenn man sich benimmt, ist doch alles cool. In Bars halt gehe ich prinzipiell selten rein, muss ich dazu sagen. Soll es vielleicht jetzt nicht unbedingt allen weiblichen Lesben da auf die Brüste starren. Und auf die Ärsche hauen. Und das. Vielleicht haut er nicht auch auf die Ärsche, aber alle, die zumindest aussehen wie Frauen, wird auf die Brüste schauen. Wohl der Übel, mehr oder weniger beabsichtigt. Jo, es sind. Cool oder übel, mehr oder weniger. Jo. Es sind. Mal so. Ja, es sind natürlich auch nicht die, die Freesome Killer Blonder Lang Bitches, die irgendwie lesbisch sein sollen, also keine Männerfantasien, sondern es sind die guten alten Boxer, weißt du? Solche, die dich auch grunzen. Killerkampflesben, die grunzen dich an, wenn du denen auf die Brüste guckst. Das klingt auf jeden Fall grunziger und männlicher als dein orkisches Grunzen. Ich muss deswegen gerade an Lavernia von Malcolm mittendrin denken. Ich weiß nicht, hast du dir Stefans Konstitution mal angesehen? Also der könnte schon ziemlich grunzen. Ja, die haben mehr Testosteron im Blut als du, im vermutlich Schwanz als du im ganzen Körper. Die haben Kitzler, die sind größer als ein Gehängemann. Und da ist ein Kopf.
quasi. Nee, natürlich nicht, aber es ist schon irgendwie. Also, ein Baby mit einem Apfel dran. Es gibt doch diese Merkel mittendrin Folge, wo Francis mit Lavernia irgendwie seinen Fight hat, weil er sie angegraben hat, angeblich. So stelle ich mir das gerade vor. Schön, dass du ein Bild davon hast. Aber wir haben ja gesagt, da sind eigentlich weniger Lesben, weil es ist ja mehr eine reine Gay Bar. Gay ist ja ein Überbegriff. Ich wollte beides für schwul haben. Also schwul kann auch eine Frau sein. Das ist komplett gemixt, wobei natürlich. Homosexuell, die Frauen... meinst du? Richtig, richtig. Okay. Ne, Jojo. Aber es sind tatsächlich traditionell weniger Frauen da als Männer, das ist schon so. Was ist mit mir? Jojo kommt erstmal auf dich zugesprungen, wenn sie dich sieht. Ja, bitte, aber mit den Beinen um den Bauch quasi, ne? Mit aller sie Dirty bemüht Dancing. Sich, so hoch zu kommen. Okay, ich helfe dir hoch. Hey! Das ist gut. Hallo! Ich frage mich immer noch, Sibylle das aushält und mich einfach umknickt. Na, die wiegt doch nix. Sektchen? Jetzt schon? Oh Gott, ich werde voll zum Alkoholiker hier. Sektchen? Du bist. Sektchen. Ich würde sagen Sektchen. Sektchen. Hier erstmal auch zu Dings rüber, Stefan. Stevie! Hi! Steppi! Kuss links, Kuss rechts. Hallo! Sie versucht auch an dir hochzuspringen, wie sie es bei Sibylle gemacht hat. Ging. Ja, kommst auf den Arm. Also, ich meine, er schafft das hoffentlich mit einem Arm. Ja, natürlich. Und das Beste ist, dann kannst du ihr perfekt in den Ausschnitt gucken. Können wir nicht beide springen? Das muss der Spieler jetzt entscheiden, wollt, ob die Kraft dafür hoch genug ist. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das beide machen und er hält das auch auf jeden Fall aus. Yes, wir springen beide, eine links, eine rechts, einen fallen lassen. Das wird schwierig. Zwei links, zwei rechts, zwei fallen lassen. Richtig. Okay, jetzt hat natürlich Stefan ein Problem. Ich meine, da kam ja Jojo angehüpft, bam auf dem Arm, Sibylle, bam auf dem anderen Arm. Aber in welchen Ausschnitt soll er denn jetzt gucken? Sibylle, das lohnt sich doch viel mehr. Aber den kennt er doch besser. Stimmt. Ja, aber es ist schwierig. Auf jeden Fall ist die Fortbewegung definitiv verlangsamt. Nicht, weil ihr jetzt auf seinen Schultern hängt oder sowas. Nein, das wäre nicht das Problem. Das Problem ist nur, dass er sich halt auf links oder rechts konzentrieren muss und sich nicht nach vorne konzentrieren kann, weswegen er etwas langsamer geht. Die einzige Hilfe, die er dabei hat, ist die kleine Drohne, die sozusagen geradeaus guckt. Aber halt nur 2D. Stell es gerade vor. So, er schielt mit einem Auge nach links, mit einem nach rechts und dann nochmal ganz kurz irgendwie so auf den Feed und dann zurück. Dass er nicht die ganze Zeit mit so einer Rauchfahne um den Kopf aus den Ohren sozusagen rauskommt, ist alles. So, ich würde sagen, es wird mal langsam Zeit, hier reinzugehen, weil es ist arschkalt und ich muss mich hinsetzen. Ich bin schon die ganze Zeit unterwegs, das war anstrengend. Aber das ist nicht so schlimm. Ich wollte gerade sagen, du sitzt doch. Ja, jetzt sitze ich ja, hängt. Aber vorhin habe ich nicht gesessen. Ich hänge? Ja, ich glaube sitzen. Also wenn man das an einem Arm... Ich hänge ab, haha. Ich hänge ab. Nee, aber tatsächlich für die Schritte doch gehenbar. Und wenn es nur ist, dass er sich auch mal hinsetzen kann. Alles kein Problem. Ihr kriegt Blicke. Die sind jetzt nicht unbedingt feindselig, aber es ist halt schon ein Bild, das man erstmal so verdauen muss. Da ist bunt und da ist grün und da ist Pelz auf einem Haufen. Jojo winkt freundlich. Und es ist kein Fumori, der da Pelz hat. Aha. Nee. Und auch kein Haarwuchsproblem. Nein. Nope. Nee, das macht sie ja weg. Das ist das Lustige so an der Sache. Erst rasiert man sich und mit Wachs die schmerzvollsten Prozeduren, um sich den Pelz wegzumachen. Und dann hängt man sich doch wieder über die Schulter. Natürlich. Ja, das sind so Dinge, die ein Kerl wahrscheinlich nie verstehen wird. Und im Style und Prunk geht die Welt unter. Oh, das snap. Das soll jetzt sein. Ja, nee. Wie geht's dir denn? Jetzt fang doch mal vielleicht von vorne an. Wir steuern in Richtung Box und ich snap schon so. Hier, Kollege, rantanzen! Ja, genau. Ihr hört ein Klappern, als die Stiefel, Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal unterbrechen, als die Stiefel ankommen. So, was kann ich denn für euch hübsche Leute tun? Sektchen? Drei Sektchen, oder wollt ihr lieber Prosecco? Ein Wodka. Prosecco. Drei Prosecco und ein Wodka. Darf's noch was sein? Billy, du kannst das so gut. Natürlich. Also, reicht. Ich bin neidisch. Ich denke, das reicht, doch. Noch ein bisschen Knabbergebäck. Ein paar Nüsschen. Hab ich hier doch schon. Nein, ein paar Nüsschen. Gut, lecker Nüsschen. Überhaupt kein Problem. Komm gleich wieder. Oder nee, ich schicke doch die Drohne zu euch. Also, ich buch das schon mal ab. Also wenn er sich rumdreht, gibt's noch einen Klaps auf den Hintern. Schätzelein, du kannst doch persönlich zu uns zurückkommen. Ja, das überlege ich mir nochmal. Er reibt sich ein wenig den Hintern und klatscht dann selbst nochmal drauf.
Dann tut er so, als hätte er ein... Gott, wie heißen die gleich nochmal? Diese Steckenpferd und galoppiert davon. Ach, ja. Hier, ja. Wunderbar. Wunderbar. Wenige Stefan guckt später. Demonstrativ auf eine der beiden Brüste, die gerade neben ihm sitzen. Eine der Sibylle öffnet auch noch etwas mehr den Ausschnitt. Steffi, dir muss das nicht peinlich sein, nur weil er sich selbst auf den Hintern haut. Das ist doch gar nichts Schlimmes. Wie, was peinlich sein? Ich habe nicht darauf geachtet. Wenige Minuten später, nee, Moment, jetzt, ich muss noch mal ganz kurz, bevor ihr loslegt, da ist es abgehakt. Es kommt eine kleine Drohne zu euch gefahren. Hallo, Drohne. Das ist eine, so Brüste auf Rädern quasi. Die auch oben so schön wabbelig sind. Da ist so ein kleines Tablett drauf. Da stehen also drei Prosecco-Küchen, ein Wodka und dann habt ihr eine kleine Schale. Da sind Nüsse drin und die Nüsse sind geformt wie Hoden, selbstverständlich. Hm. Und daran angebracht ist immer so eine kleine Käsesalzstange, die dann die Form eines Penises hat. Wunderbar. Dann fährt die Drohne wieder davon. Da kommt doch erstmal Stimmung auf. Kurze Frage nochmal. Wie wird Sibylle eigentlich angesprochen? Wirklich Sibylle oder Foxy? Ja, du kennst mich als Sibylle, hat man doch gesagt, ne? Okay, gut. Aber sonst, Billy. In der Öffentlichkeit gibt sie sich oft als Foxy. Ja, immer eigentlich in der Öffentlichkeit. Foxy Lady. Okay, aber Billy, du hast mich nur hingeschleppt, damit du siehst, wie ich an einen von diesen Dingern rumnuckel, oder? Ich wusste gar nicht, dass sie die wieder haben. Die hatten die eine Zeit lang rausgenommen, aber das ist die ja sind geil. Voll gut. Jojo steckt sich einen davon in den Mund. Sibylle lutscht erstmal dran. Ja, das meine ich ja. solche Augen. Naja, Du musst doch gar nicht so zucken, du brauchst doch gar nicht so gucken, die sind doch viel zu klein. Das ist doch gar nicht repräsentativ. Und warte, sie nimmt sich das Ding jetzt wieder raus und beißt ab. Das sind quasi Bullenklöten. Guck mal, jetzt guckt er ganz komisch. Ja, genau, als du abbeißt. Jetzt guckt er ganz komisch, guck mal. So, jetzt erstmal. Rebase uns mal, was los war. Ah ja, stimmt, genau. Was war los? Wie geht's dir? Was treibst du so ein bisschen? Was hast du ja schon vor dich hingeblubbert? Und dass du keinen Filter hast. Ey, du arme Sau. Ich baue dir einen ein. Bau du ihm mal einen ein. Ich bring den Umschnalldildo mit. Nein, sorry. Was? Nothing. Sorry, mein versauter Geist ist wieder am... Ich wollte gerade sagen, Salto-Schlagen. Also, kaum sind wir hier wieder unterwegs, bist du schon wieder auf Touren. Das ist unglaublich. Das ist meine animalische Ausstrahlung. Ja. Ich kann auch still sein. Nein! Sei bloß nicht still, Billy, wir wollen dich lebend. Ich wollte gerade sagen, das ist wie so ein Hai. So ein Hai muss sich ständig bewegen. Und wenn er das nicht tut, dann stirbt er. Und wenn du dich nicht sprichst, Sibylle, dann ich glaube, dann gehst du auch drauf. Jojo spielt übrigens die ganze Zeit an ihrem Jojo rum, das sie in der Hand hat. Ich wollte gerade sagen, das kann man immer noch auf allen möglichen Arten. Nein, sie hat ein Jojo in der Hand, ein silbernes, metallenes Jojo. Ja, ist mir schon klar, aber kann man trotzdem, wenn man es nur so hört. Ja. Das wird jetzt so, als würde Stefan sagen, er spielt jetzt die ganze Zeit mit seinem Auge. Das ist dann irgendwie, das geht dann in eine andere Richtung. Wie dem auch sei, ich war unterwegs. Wie? Auf dem Motorrad. Zweirädrig. Genau, man kann es nicht glauben. Die Falkens haben mich tatsächlich auf einen ihrer Maschinen gelassen. Also zumindest glaube ich, dass es eine ihrer Maschinen war. Zumindest haben sie nichts anderes behauptet. Das sieht man normalerweise. Hast du dich hochgebumst oder was? Nein. Also, na dann war das doch gut, oder? Ja. Nein, die haben mich auf einen ihrer Maschinen gelassen, weil die nicht wollten, dass ich mit meinem MCT da rumgurke. Mit deinem was? Ach, mit deinem Häschen. Genau. Der ist doch nicht MCT, er ist Moss. Mit meinem Mossi, genau. Dein Häschen. Ich mag dein Häschen übrigens. Oh der Gott, sie beugt sich gerade zu Sibylle rüber. Du lass uns dem Hasenohren irgendwann auf den Wagen malen. Oh, malen? Dann machen wir Plüschhasenohren an die Seiten. Noch besser. Nein, ja. Oben drauf. Geil, machen wir. Alles klar. An die Rückspiegel. Seitenspiegel. Sowas. Ich glaube, ich sollte laut darüber nachdenken, was für Verteidigungsoptionen ich in meinen Kleinen einbauen könnte. Lass mir das. Elektroschock. Steht ich Sibylle total drauf. Ich wollte gerade sagen, von wegen, baue ich Elektroschock ein? Ach nee, warte, das könnte ihr gefallen. Könnte. Lass das auf jeden Fall machen. So, Entschuldigung. Ja. Das waren gerade Frauensachen, die wir besprechen mussten. Genau. Erzähl weiter. Kommt die Männersache jetzt hier. Ja, und ich wurde von Wladimir hat gesagt, dass ich ein paar Sachen durch die Gegend gurken soll.
ging mehr oder weniger durch halb oder um Moskau. Da muss mir der Beppo nochmal sagen, was da war, am Bach war. Um Moskau, super. Waldi, der alte Rumtreiber. Ja, ernsthaft. Also so viel hast du nicht von Moskau, so viel hast du nicht von den Umlanden von Moskau gesehen, als wie ich zu Gesicht bekommen hier. Ja, war okay, aber auch ganz gut. Wenn du mal, das sagst. Ja, war ganz gut, mal ein paar Tage von der Bildfläche zu verschwinden. Du hast Silvester verpasst. Mhm. Pass auf, du hast Silvester verpasst. Ich ärgere mich immer noch, dass wir nicht da auf der Fete waren. Ich wollte eigentlich auch noch vorbeischneiden. Ich habe nämlich wieder Anpfiff gekriegt, also nicht Anpfiff, aber ich habe, naja, egal, auf jeden Fall, weshalb ich nicht da war. Egal, Wurst? Ich wollte gerade sagen, und er nimmt sich einen von diesen Dildo-Salzstangen. Warum gibt's keine Fotos? Knack. Ja. Gute Frage. Ich glaube, die Fotos haben alle anderen, aber wir nicht. Vielleicht der Typ von der Tankstelle. Es gibt Fotos? Ja, Billy. So mit einem fast vorwurfsvollen Blick. Das ist doch dein Job. Was, Fotos sind mein Job? Nein, Fotos zu besorgen. Ach so. Wenn sie existieren. Wenn sie irgendwo in der Matrix sind, dann ist doch, also, ne? Ich muss mal Ölps drauf ansetzen. Macht es? Ja, das ist voll die gute Idee. Ist Ölps mit uns? Schon? Passt auf. Als sie sagt, sie muss mal Ölps drauf ansetzen. Nee, andersrum. Erstmal, ihr habt auch unendlich viele Fotos auf Comlink oder ähnlichen gemacht, aber die sind alle ultra verwackelt. Wie kommt's? Ab und zu sieht man einfach nur mal Konfetti irgendwo. Das geht schon. Und Guso nackt. Aber okay. Hier ist ein Foto, sagt sie gerade. Das ist das Guso-nackte Foto. Ja, natürlich. Was hast du denn erwartet? Ich baue mir meine Brille so einen Autozensor ein. Ja, sobald irgendein Schwanz aufkommt, schwarz. Das Problem okay, ist, das genau ist schwarz. Ich wollte sagen, guck ich auf das Bild, guck ich auf die Salzstangen, schwarz. Genau. Und 90% der Kerle. Genau, als die sagt, hier, ich muss mal Obst drauf ansetzen, siehst du, also ihr alle, in der Matrix das kleine Ding. Also es sieht für euch, sieht aus wie Matrix-Ikonografie, wie so ein kleiner Agent-Standard. Quasi wie das Vieh von der Sesamstraße, das Müllvieh, wo ich wieder den Namen vergessen habe. Oscar ja, in der Mülltonne. Oscar, genau. Bloß, dass er so ein paar Schweißnähte hat, so ein bisschen metallischer ist, Fühler statt Augen, so wie Antennen und etwas klobige Finger, der dann, als sie das wie gesagt sagt, auftaucht neben mir, sich kurz umguckt. Closed. Dankeschön, auf Sibylles Schoß springt, wobei so ein bisschen AR-Öl auf ihren Pelz tropft. Oh. Den er aber als die Stunde auch geflissentlich wegleckt. So ist brav. Lecker. Und dann so ein bisschen auf und ab springt mit den Antennenaugen, sie abtastet, auch an den Brüsten, aber auch überall sonst. Ups. Ich glaube, er möchte irgendwas sagen. Ich glaube, er sagt schon was. Ja, ich werde ihn ja wohl verstehen, oder? Naja, seine Mimik und Stick war gerade so in der Richtung, ich darf irgendwas essen? Du hast irgendwas gesagt, von wegen lecker, lecker, Wie immer. Such mal die Bilder von Silvester raus gerade. Es legt den Kopf schief und guckt jetzt nach dämlich. Bilder, Jojo, Sibylle, 112080. Es scheint zu verstehen, ist aber bei dem Begriff Jojo noch etwas unschlüssig. Über seinem Kopf taucht eine Denkblase auf. Sieht aus wie eine Matrix-Suche, wo verschiedenste Jojos angepriesen werden. Auch alte Werbung. Jojo-Deut. Genau, genau so. Ich schiebe ihm das HR-Bild von Jojo in den Blickwinkel. Gut, es streicht alle anderen Jojos weg. Und es sieht so aus, als würde es Jojos Bild als generalisieren als alles, was mit Jojo zu tun hat, jetzt dieses Bild suchen. Für immer, versteht sich. Und glaub, dann schüttelt es in die Matrix. Wunderbar, mein Spürhund ist schon am Werk. Gut, dann Prost. Und er hebt das Wodka-Glas an und stürzt. Stößchen. Cheers. Stößchen, Prost, Cheers. Hä? Na, Strovje. Danke. Muhaha. So, Ja. Aha. Erzähl weiter. Also du hast hier einen auf Pfadfinder gemacht und genau, war eigentlich relativ unspektakulär, mehr oder weniger. Außer dass man halt in den irgendwo in den das darf man noch nicht zu laut sagen, glaube ich, im Gesocks von Russland unterwegs war. Deshalb nicht so laut sagen, weil wenn Wladimir davon mitkriegt, ich glaube, das könnte ja übel nehmen. Ich glaube, da waren ein paar dicke Freunde von ihm bei. Ach so? Wer denn? Achso, so. Ich habe eigentlich mehr oder weniger nur GPS-Koordinaten bekommen.
Oh. War alles ein bisschen husch-husch und nicht zu viel sagen, nicht zu laut sagen. Wie immer. Haha. Egal. Stimmt. Vladimir. Er hat jetzt gelernt, dass man... Egal. Wollt ihr irgendwas erzählen? Erzähl ruhig. Ich habe vergessen was. Erzähl weiter, bis mir einfällt, was ich sagen wollte. Ja, okay, ich versuch's. Richtig kritisch wurde es natürlich, als wir um den Leichenwald rum sind. Weil wir haben ja eine richtig schöne Tour mit Aussichtspunkten gemacht, möchte man fast meinen. Und was du da gesehen hast, ja, das geht auch auf keine Kuhhaut im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe Bilder und es kommen die ekligsten Bilder zum Vorschein, die man sich so in Sachen Mutation und Giftgas und das nicht gesehen anschauen kann. Dann erinnert er sich, dass er zwei Frauen neben sich hat und ich habe hier aber auch Bilder von Umwelt. Man sieht so eine Wischbewegung halt, die er macht, um die AR-Bilder von den Mutationen, hast nicht gesehen, die sie sich wohl wahrscheinlich mit dem Falkensall angeguckt haben, hin zu eher naturbelassener Sache, wahrscheinlich aus dem Norden Russlands. Du Steppi, ich verrate dir mal Geheimnis, ich kenne die Bilder auch. Nee, kennst du nicht. So ähnliche. Nee, kennst du nicht. Das, auch was nicht? Ihr da gesehen habt, war das Widerlichste, was du dir vorstellen kannst. Es nichts auf dieser Welt. Alles, was bisher irgendwie geschichtlich Magie und so ein Scheiß und Mutation und was weiß ich. Weißt du, Evo ist der Konzern für genetische Veränderungen, aber die könnten nie was züchten, was so widerlich ekelhaft ist. Ich weiß nicht, selbst der Boden sieht aus, als wäre er schleimig und tödlich. Wenn du einen Fuß drauf setzt, dann fällt er dir vermutlich ab. Die Luft sieht schon irgendwie... Nein, der Fuß. Wenn du den Fuß auf den Boden setzt, ist der Fuß ab. Wenn die Luft sieht so aus, als könnte man die nicht mal atmen, wenn man 45 Filter vorm Gesicht hat. Das sieht aus wie blanker Tod. Okay, streich das. Ruft die Drohne und bestellt Wodka eine Runde. Ihr ist schlecht. Ganz, sorry. Ganz schlecht. Boah. Sorry, das waren das waren so Sachen, mit denen musste man sich halt mal fotografieren lassen, weil man kriegt ja sonst keine Möglichkeit dazu. Ist das Disneyland in Russland jetzt oder was? Ja, für die Falkens hast du manchmal das Gefühl. Also, wenn man halt mal mit dem Motorrad unterwegs ist. Ja, kennst du ja Motorradtouren. Und wie begeistert er ist. Ja. Süß. Du bist richtig niedlich, Steppi. Jetzt ist es doch Steffi geworden. Scherz. Steppi. Aufpassen, da ist ein P. Ja, ich schwöre, ich höre immer Steffi. Ist mir auch egal. Wie gesagt, und da muss man ja Erinnerungsfotos machen und zeigen, wie viel Testosteron man hat und so. Muss man das? Ja, du möchtest die jetzt vielleicht wegmachen lassen, aber bei anderen Leuten, die hätten gern mehr. Schätzlein, pass mal auf, ich bin da schon stolz drauf, was da noch übrig ist. Und der ist schon längst abgesippt. Weiß ich ja nicht. Ja, jetzt schon. Und wie passt das zusammen? Also er deutet so auf deine Brüste, dann runter auf deinen Schoß. Und wieder Vorzüge und beider Welten vereint in einer perfekten Kombination erschaffen in einem Körper. Ich würde sagen, ich überlasse euch beiden das Feld. Ich gehe tanzen. Bis später. Was? Mir ist noch schlecht. Außerdem ist da gerade ein Wodka am Kommen. Jetzt wartest du gefälligst noch. Aber ich wollte euch eure Diskussion weiterführen lassen. Nee, passt schon. Er wird das wohl nie verstehen. Er sieht nur auf. Die Drohne kommt mit dem Wodka und im selben Moment stürzt Irps aus der Decke auf die Drohne, saugt irgendwie kurz da an der Seite was an, was auch immer, sieht sehr komisch aus. Bei Jojo und Stefan ist es so, dass ihr Comlink auch dann nicht alles anzeigt, weil es irgendwie so einen Ausgabefehler euch gibt. Das heißt, ihr habt eine ganz komische, verpixelte Grafik und ein paar Fehlermeldungen dazu. Für Sibylle sieht es aus, als würde er irgendwas aus ihr rauslutschen. Und dann schmatzend zu euch kommen. Alter. Irps, was hast du gemacht? Irps. Was hast du wieder gemacht? Er sieht fragend so in die Runde. Ja, Stefan nimmt mal die Wodkas von der Tusse ab. Ja, die Drohne zuckelt dann mit ein paar Rucklern auch wieder weg. Ich muss den echt noch erzählen. Schon? Irps, hör zu. Nicht Drohnen ansaugen. Nein, böse. Böse, böse. Ansaugen? Was denn alles in der Welt saugt er denn? Das weiß ich nicht. Skeptischer Blick. Irps hat eine Gedankenblase, auf der 44 verschiedene Drohnenarten gerade durchgestrichen werden, beziehungsweise er durchgestrichen wird, wie er saugt.
Entschuldigung, was wolltest du sagen? Ich weiß es, Sibylle wundert sich, ob der jetzt irgendwie gerade, ob ich jetzt gerade seinen sexuellen Trieb unterdrückt habe. Es sah nicht aus wie sexuell, es sah eher aus wie Ernährung. Oh. Aber muss er nicht auf Drohnen sein. Er hat ja auch, er schmatzt nicht nur von der Drohne, sondern auch von dem, was er vorher genießen konnte. Breitet aber vor dir, das also er macht so eine kleine Klappe auf und schiebt da 54 Fotos raus, bis auf, ganz wunderprächtig. Ihr habt zum einen Partyfotos, wie ihr irgendwie rumrennt, ihr habt den Typen von der Tanke mit euch fotografiert. Zumindest könnte es sein, dass es der Typ von der Tanke ist. Also ihr habt irgendeinen Typen mit euch fotografiert. Ihr habt überall Konfetti fotografiert und also ein richtig krasser Partyabend, wie ich ihn beschrieben habe. Ihr habt fotografiert, wie Guso mit Bürgern wirft, ganz normal. Ihr habt das Pokerspiel noch fotografiert. Auf dem Bild ist sogar sichtbar, ja. Da ist sichtbar, dass euer Gastgeber eigentlich am Verlieren war. Der sitzt dann nämlich nur noch in Frotte-Unterhose. Nee, Frotte ist das falsche. Feinripp-Unterhose. Sah der mit Eingriff. Amüsiert aus, oder? Er sieht hammerhart drauf aus. Ihr hattet dem ja MDMA gegeben. Ja, ja. Der hat Teller, ne? Also, er sieht aber auch aus, als würde er gerade glücklichst etwas erzählen. Also der sah aus, als hätte er wirklich Spaß gehabt. Mal zur Abwechslung. Hm. Ja, wunderbar. Warte mal. Dann habt ihr halt noch mehr Partyfotos. Ihr habt irgendwie ein Bild von einer Person, die Jojo relativ ähnlich sieht. Kann es aber nicht sein. Es ist so im Jugendalter, wie gerade diese Person mit Handschellen irgendwie in ein Auto gesetzt wird. Hey, das sieht doch ziemlich aus wie Jojo. Na egal. Und dann habt ihr noch ein Bild im Co-Sketch. Das hat ja damit nicht so viel, also sieht nicht irgendwie, na gut. Aber das ist das, was die Suche hergibt. Wie alt könnte Jojo da gewesen sein? Ungefähr 14, 15, ne? Wann? Naja, Verhaftung halt. Da war sie 13,5. Da sieht sie verdammt scheiße jung aus. Und noch viel kleiner. Noch viel, und viel ohne, jünger, als sie jetzt und aussieht. Ohne Brüste, aber mit einem fetten Gang-Tattoo, das hat sie ja immer noch. Aber sie hatte schon ein fettes Gang-Tattoo auf dem Oberarm. Das, was sie jetzt auch noch hat. Ich wollte das selbe Tattoo, was sie jetzt auch hat, ja. So, das ist das, was die Suche hergibt. Wo ist jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ist egal. Auf jeden Fall hattet ihr Spaß offensichtlich. Wir glauben so, ja. Es war dann nur die Aufräumaktion hinterher, war übelst. Wo habt ihr denn gefeiert gehabt? Moskau. Überall. Ah, okay. Irgendwo. In Moskau halt. Ich wollte gerade sagen, welche Aufräumaktion. Ich stelle mir jetzt nicht die Bibi und die Jojo im orangenen Dress beim Besen in der Hand vor. Na, sagen wir hatten ein bisschen damit zu tun, unsere Sachen wiederzufinden? Das kann ich mir vorstellen, Grins. Naja, egal. Ja, wer ist diese Frau hier jetzt im Co-Sketch? Das ist das eine Bild, was auch noch irgendwie mit rauskam. Das scheint aber eigentlich mit ganzen anderen Kram nicht so viel zu tun zu haben. Achso. Das Bild, was er gefunden hat. Ich auch. Ja, Erb soll auch mal, soll mir mal erklären, warum er das Bild gefunden hat. Also er soll mir mal zeigen, in welchem Zusammenhang. Warum Jojo da? Das geht an Erbs. Ja, er scheint nach einer Erklärung zu suchen, die seinem Sprachvermögen auch mächtig ist. Es kommt am Ende das Bild von Jojo als Gedankenblase wieder. Dann so ein kleiner Faden, der sich immer weiter spinnt, dann unendlich viele Haufen von Müll und Informationen und Bildern und Texten und Audiologs und was weiß ich. Und irgendwie kommt der Faden irgendwo aus diesem riesen Müllhaufen wieder raus und landet bei dem Bild. Er kann es anscheinend nicht besser erklären. Er hat es in dem Zusammenhang gefunden. Also Jojo plus ihre Daten gleich das. Irgendwie irgendwas. Sagt er wahrscheinlich auch genauso. Na, er sagt ihr so. OT, nächstes Mal beim Kompilieren vielleicht Stufe 2 oder 3 nehmen. Der ist nicht kompiliert, der ist einfach auftaucht. Richtig, so, okay. Der ist einfach da. Für Jojo hätte ich beinahe gesagt, für Sibylle sind derartige Kreaturen eigenständige Lebewesen. Ah, okay, cool. Die haben ein eigenes, das sind Personen, für die, das sind eigene, wie eine Katze oder wie ein Hund oder ein Gecko oder... Oder ein Beppo. Oder einen Beppo oder halt auch einen Nacktmulch zum Beispiel. Was erklärt, warum Gott du niemals in deine Sextrode reinpacken würdest. Wäre gleich Bestiality. Keinen Ventilator, ganz sicher. Den verstehe ich jetzt nicht. Das weiß ich, weil dann musst du aber auch den Movie dazu sehen. Okay. Und zwei davon, von den drei Leuten, die ich noch hier mit mir sind, wissen, was ich meine. Unabhängig davon, es wird in keine Sextrode in die Vagina ein Ventilator eingebaut. Das ist warum der Punkt. Warum nicht? Es tut weh. Es kommt drauf an. Schnitzel. Autschen. Egal. So, wo waren wir stehen geblieben? Beim Wodka.
Beim Wodka, genau. Wir sollten jetzt Wodka trinken. Genau. Ich wollte gerade sagen, Jojo, du kennst die nicht, oder? Wen kenne ich nicht? Die da, also die jetzt. Die Blonde. Genau. Das Bild. Ich würde sagen, wir trinken jetzt einfach mal. Prost! 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 Lass mir zur Titte, zum Sack, zack, zack. Jojo trinkt. Ja. Sibylle trinkt, auch, stürzt. Der kennt ja nichts. Ja, dann tanzen? Natürlich. Muss. Und Jojo sollen wir mal Steppy fragen, ob der noch mit uns irgendwann mal fahren will. Also nicht heute mehr, aber die Tage mal. Was? Wohin fahren? Du weißt doch, wir müssen doch noch wohin fahren. Stell dich schon immer so doof an. Du weißt, ach so, jetzt habe ich es auch verstanden. Ich glaube, sie hatte schon zu viel Wodka. Was? Ich hatte nicht so viel Wodka. Was denkst du eigentlich? Hallo, glaubst du, ich vertrage gar nichts mehr nach dem Abend? Die verträgt nichts. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Gib mir noch einen Wodka. Nein. Naja, du hast zwei Wodka und einen Sekt. Ich kann mich nicht immer so zuziehen mit euch. In kürzester Zeit vor allem, ne? Also wirklich in einem Schlagtakt. Nee, was sagst du von wegen wohin fahren? Wir müssen was erledigen. Quasi. Wir müssen ein bisschen was erledigen. Wir müssen ein paar Informationen kriegen. Und dafür brauchen wir jemanden, der gut fahren kann. Und du kannst doch gut fahren. Und dann kannst du bestimmt mitkommen. Also uns fahren halt. Und du weißt doch, mein Pink Panther, der mag nur Crit und... Crit und? Crit und Style. Ja. Und genau, der Rest und vom Weg geht's scheiße mit mir. Genau, den können wir nicht nehmen. Und wir brauchen halt jemanden, der gut fahren kann und so weiter und mit viel um kann und so. Und wir dachten uns, also gerade eigentlich in diesem Moment, du! Mensch, der Steppy. Perfekt. Ja. Hä? Also ohne mich selber loben zu wollen, und ich lobe mich selber damit. Nee, ja, klar helfe ich euch. Vor allem, wenn es ums Fahren geht. Juhu, finde ich wirklich gut. Ha! Ja, wir müssen dann mal die Tage... Ja, sag. Nee, war nur lustig, wie jetzt die Stimmung von Jojo tief höher hoch gegangen ist. Nee, ja, wann wollt ihr denn wohin? Also so die nächsten Tage. Wir müssen jetzt, also wahrscheinlich dann heute Abend oder eher morgen, mal ein bisschen gucken und ein bisschen sehen, was da so abgeht und so. Und dann müssen wir da mal nochmal irgendwann hin. Oh, wann sollten wir wirklich nicht so viel trinken? Was ein Scheiß. Naja, heute nicht mehr, oder? Na, heute nicht mehr, morgen machen wir das. Also morgen Abend. Sonst geht das nicht. Auf jeden Fall wollten wir das dann machen und dann müssen wir da halt erstmal so ein bisschen irgendwie so rumgeistern und ein bisschen gucken und ein bisschen beobachten und ein bisschen hier und da und was weiß ich nicht was. Ich sollte nicht so... Ja, alles ist gut. Wer tanzt jetzt mit mir? Ich. Gut, dann gehen wir jetzt tanzen. Wir machen einen flotten Dreier. Oh yeah. Siehst du? Und wenn es dann soweit ist, bist du schon mit einer Frau überfordert. So, wir gehen jetzt tanzen. Das zählte nicht auf Bibi dort. Bitte? Das sagst du jetzt, ruft sie über die Schulter. Außerdem hat sie abgesagt. Huh? Immer noch auf dich zeig. Von was redet ihr? Ich hab keine Ahnung. Wollt mir nicht tanzen gehen und ich nehme so beide an der Hand links und rechts? Der Jojo ist schon auf dem Weg. Die hat gerade nur noch über die Schulter gerufen. Ja, dann zieh ich dich nicht mit. Nee, du kommst ihr hinterher. Ja, oder so. Mit Stöckelschuhen wie eine Katze. Der T-Shirt ist Gunther mit. Gut, man geht tanzen. Frau auch. Jojo, Frau. Frau auch. Personen gehen tanzen. Genau. Jojo meint dann noch, als du da bist, ich habe nur gerade gesagt, dass er schon allein mit einer Frau überfordert ist und damit meinte ich mit dir und er sagte, das zählt nicht und das stimmt aber gar nicht, weil das voll zählt. Alter, möchtest du mir jetzt gerade hier ans Sofa pinkeln oder was? Wieso zähle ich nicht als Frau? Ja, weil unten halt noch... Mach einen Satz draus, Kollege! Falsch, Steppi, falsch. Oh, falsch. Wenn ich Epic Fail. Epic Fail. Erstmal hier beherrschen. Sie knöpft ihre Bluse wieder zu. Beherrschen Probe. Easy fit. Oh je. Jetzt bringt's ihn um. Ja, Knarre raus, Gesicht weg. Neuen Charakter bauen, bitte. Ja. Nein. Ich könnte mir vorstellen, dass du wirklich so in der Matrix, bam. Einfach mal, ich krieg jetzt alles mal 30 Matrix-Schaden. Okay. Hammer. Ja, nee, Black ich Hammer. Meine, also prinzipiell, also... ich kann es eigentlich nur schlimmer machen, oder? Ja, ruhig sein. Kannst du. Und was bestellen zum Trinken, Kollege. Gute Idee. Was willst du denn haben?
Tja, was offert man denn, was ist, natürlich einer Frau bestellt man was? Prosecco. Säckchen oder Prosecco? Prosecco. Wunderbar. Ja. Gerade nochmal den Abend gerettet. Ja. So ein halbes Liter Prosecco? Nein, komm. Nein. Damen. Scherz. Damenhaft, ja, damenhaft. Einen damenhaften Prosecco für die Dame. Genau, genau so. Einen damenhaften Prosecco für die Dame. Und damit mit einer ausschweifenden Bewegung in deine Richtung. Und einen Wodka Ganze zum Nachspülen natürlich. Duh. Duh. Gedorg. Ja, tanzen. Tanzen. Dancefloor. You know? Wir tanzen, du gehst bestellen. Ich dachte, das machen wir über AR und das so. Das kannst du auch. Scheiße. Oh Mist, ich wollte dich eigentlich nur zur Bar treten. Damit ich sie ganz für mich alleine habe. Nix. Ihr tanzt. Scherz. Ihr habt Äckchen. Ja, man dingst halt so rum. Ich nicht mehr. Ich trinke jetzt Cola. Jojo hat keinen Sekt mehr. Ich weise da nochmal kurz drauf hin. What? Warning, warning. Oh snap, Baby. Hör mal hier, wir haben zwei, du bist hier mit zwei Damen aus, junger Mann. Du hast jetzt schon einen riesigen Fauxpas. Nee, ich will Cola, ich will keinen Sekt mehr, bitte keinen Sekt mehr. Du bist jetzt mal, ich halt Jojo so die Hand über den Mund, pscht, und nimm sie so in den Arm, weißt du, so halb in den Schwitzkasten. Schatzi, pscht, nein, Dame. Benimm dich. So ein AR-Symbol über ihr Dame. Ja, mit einem riesen Leuchtschrift, weißt du, und mit einem Pfeil, blinkendem Pfeil. Das ist Kundenzung. Pscht, du bist jetzt mal, ne, benimm dich, kriegst das Buch auf den Kopf und musst laufen üben nachher mit dem Stiel im Rücken, ne? So. Ich dachte im Hintern, okay. Im Hintern ist für mich, nicht für sie. Also, wie lassen wir das jetzt sagen? Ja, hör auf. Nimm mir die Hand vom Mund. Nimm mir natürlich die Hand vom Mund. So, ne, Sektchen und was zum Nachspülen. Ja, das aber über AR, weil tanzen lasse ich mir mit euch nicht Ja, sicher, vermiesen. Zum Beispiel. Oder von abhalten, das wäre auch eine Idee. Ja, also über AR geht die Bestellung für Sekt und Cola und Wodka natürlich. Jo, du siehst die Drohne, wie sie wieder zu euch kommt. Irps kommt auf die Drohne zugesprungen. Du hast wieder einen Ausgabefehler. Sibylle sieht, wie er ihr das, was er vor uns abgesaugt hat, wieder ins Gesicht spuckt. Die Drohne bleibt stehen. So 4 Meter vor euch. Oh, shit, Irps. Also Stefan muss prinzipiell mal, wo diese Tittendrohne jetzt vor ihm steht, also er muss da prinzipiell halt mal probieren. Also wie probieren? Ja, wie sie sich anfühlt. Kommt Pfeffi raus? Achso, es fühlt sich auf jeden Fall gefühlsecht an. Gute Qualität. Gute Qualität, richtige, also wenn so riesige Titten, ich meine, da passt ja ein Tablett drauf auf jede einzelne Brust, ne? Und trotzdem noch so schön weich und überhaupt und also wirklich. Und die kann man auch fester zusammenpressen, ohne dass man dann irgendwie hört, aua, aua, hier meine Drüsen. Nee, das ist eine gute Brust. So, ding, 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 4 Sternchen. Ich liebe AR. Man kann solche lustigen Sachen machen wie ding, ding, ding. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber natürlich die bestellten Sachen an die Damen. Boah, hast du gerade gelacht? War das gerade Ingame oder OT gelacht? Nee, das war OT. sonst kann er sich wieder abschminken. Darum, nee. Was abschminken? Überhaupt. Jetzt kann ich mir wirklich einen neuen Charakter machen. Gut. Ja, gelacht habe ich ja schon. Gut. Genau. So, cool. Wir müssen uns jetzt noch irgendwas überlegen, weil ich diese Mengen Alkohol nicht mehr in mich reinkippen möchte. Bratwurst? Den verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Essen. Ach so. Was essen? Kann man hier was essen? Da gibt's die AR-Karte, da kannst du draufschauen. Cool, stimmt. Ha? Hm? Ich vergesse es immer. So, AR-Karte, komm zu mir. Jojo steht jetzt mitten auf der Tanzfläche und wurschtelt mit der AR-Karte rum. Erbs, hol die AR-Karte ran. Erbs, hol ran. Kommt dann so eine VR-Frau oder sowas. Erbs, guck dich böse an. Was? Ein Dampfstrahl kommt aus deinem Ohr. Oh, weil ich ihn rumschicke wahrscheinlich. Nein, okay, Erbs, hast Pause. Danke, 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 danke. Danke für deine Hilfe, Schätzlein. Hast Pause. Hast nicht was zum Fressen? Setzt auf deinen Rücken und nickt ein. Wunderbar. Zum Glück wiegt ja nichts. AR-Karte, ich weiß nicht, was zu essen gibt, ist ja nicht mein Club. Ach, das ist mein Club. Gib Currywurst. Gib die normale Currywurst mit Pommes. Rot-Weiß. Gibt aber auch extra scharfe Currywurst. Und da kann man wählen zwischen, scharf, mittelscharf, wirklich scharf. Hier brennt das Arschloch für 3 Tage scharf. Ja, wie nur 4 Stufen. Ja, dazwischen gibt's halt auch noch. Entschuldigung.
Ergänzend nee, gibt es natürlich auch eher russisch Pelmeni und getrockneten Fisch und so ein Scheiß. Und Borscht. Borscht. Also, Jojo möchte etwas haben mit Fett. Etwas, das sehr satt macht, etwas mit Fett, etwas, das lecker ist. Get und Borscht nicht zu scharf. Fisch. Nein. Das riecht schon eklig. Bratwurst. Mit Pommes. Rot-Weiß. Ja. Kein Ding. Gib mir mal 5 Mark auf Kaif und ein Sambuki, ohne Perversion. Genau. Also ohne Perversion ist aber in dem Club nichts, das ist klar, ne? Ich will ein Sambuki mit Perversion. Ohne Perversion ist ja auf Preis. Nein, ich will keinen Sambuka mehr. Doch, du hast gesagt, du hast das in-game gesagt, du kriegst einen Sambuki mit Perversion. Ich will keinen Sambuka. Sie kriegt Essen, sie kriegt keine Perversion, also doch, sie kriegt hier noch Perversion, aber kein Alkohol mehr. Gut. Ach, kein Alkohol. Sie macht sich so eine AR-Schrift mit Pfeil in Neonfarben, bunt blinkend, alkoholfreie Zone. Tu mich mal wieder drauf. Die Ausrufezeichen tanzen um sie herum. Ich hoffe, sie haben Arme bekommen. Sie haben Arme bekommen, schmeißen mit ihren Punkten durch die Gegend, spielen Volleyball und schmeißen Leute, die sie blöde angucken mit ihren Punkten. Jo. Das kann ich mir echt vorstellen, wie die Jojo da steht, kann die Hände in den Hüften und sagt, nope. Nee, Jojo isst gerade eine Riesenportion Fritten mit Wurst. Auf der Tanzfläche. Ja. Ah, was? Haben wir uns nicht zurück in die Box gesetzt? Ist doch viel cooler. Sie setzt sich auf die Tanzfläche und ist da. Ja, wunderbar. Ja, und unsereins tanzt dann mit der Sibylle. Und grüßt Leute, die an ihr vorbeilaufen mit, na, alles fit im Schritt? Nee, bei dir offensichtlich nicht. Guckst du doof, magst ein Bild. Er fällt auf, aber das ist mit Jojo nichts Neues. Nicht das unbedingt ist, positiv gerade, aber naja, gut. Ich weiß nicht, ist das sie kriegt schon ein paar böse Sinn jetzt. Zweck dieses ganzen Etablissements? Ja, das ist nicht ganz falsch, aber ihr fallt in dem nicht in diesem Fall sozial akzeptierten Rahmen auf. Okay, wenn Julia das irgendwann merkt, dass es zu viel wird, dann geht sie auch von der Tanzfläche runter und setzt sich an einen Tisch. Das Sitzen ist nicht das Problem, das Erzeug ist nicht das Problem, aber wenn du hier einfach die Leute anpöbelst, ne? Na, richtig anpöbeln nicht, aber so, naja. Irgendwann, wenn sie einen bösen Blick kriegt, guckt sie dann auch um Entschuldigung. Man wendet sich bitchy von dir ab. Snap. Kriegst erstmal die böse Hand hingehalten. Man isst. Man tanzt. Frau isst auch. So, auch da. Irgendwann ist man fertig. Irgendwann wird Jürgen feststellen, wisst ihr was? Wir treffen uns ja morgen sowieso wieder und ich würde sagen, wir treffen uns morgen so gegen, wann wird's dunkel? Na, gegen 7 oder so, können wir mal gucken. Das wird eh eine lange Nacht. Wir sollten uns warm anziehen und möglichst nicht so auffällig. Natürlich nicht. Tut mir leid, Billy. Was heißt denn nicht so auffällig? Billy, inkognito. Cock? Ich wollte gerade sagen, sie hat jetzt alles Mögliche undercover. Verstanden. Du siehst über ihr AR erscheinen, übrigens mal mein AR erscheinen, muss man ja auch sehen quasi. Ja. Wunderbar. Doch. Nein, das ist ja doof. Nein, auf jeden Fall erscheint einfach nur was für ein Nito. Wir sollten undercover. Nicht auffallen, weißt du, nicht auffallen. Für längst Unmögliches von ihr. Sie wird es lernen müssen. Wie nicht auffallen ist nicht auffallen? Na, so, dass du nicht wie... Ja, komm, sag's. Tu auch mal, Fettnäpfchen, hier. So ein virtueller Fettnäpf, direkt vor deinen Füßen. Na, dass du eben dich ein bisschen hässlicher machst, als du bist, weißt du? Weil, was denn? Flatsch. Wieso? Das war voll das Kompliment. Dann verlangst du ja von der Primadonna. Na, okay. Na, wenn du jetzt über die Straße läufst, weißt du, dann ziehst du erstmal Blicke auf dich. So, das ist aber schlecht, wenn du irgendwie da stehst und versuchst mal irgendwie, ne, was ein bisschen unauffälliger zu machen. Dann sind Blicke nicht so gut. Okay. Ich mach das dann, okay. Ich lass mir was einfallen. Ich hab ja... Kein Pelz. Ah, was? Kein Pelz. Willi, kein Pelz. Was? Billy, kein Pelz. Pelze sind etwas Auffälliges. Pelze sind... Oh Gott, ich glaube, ich falle in Ohnmacht. Das oh weiß ich. Ich halte dich. Sie stellt sich hinter Sibylle. Ah, ich habe ja den Mantel noch, den du mir gekauft hast. Ist der wenigstens okay? Ja, der ist okay. Den kannst du anziehen. Okay.
Oh Gott, ich muss in meinen Kleiderschrank. Das dauert die ganze Nacht. Na gut, dann sollten wir jetzt nach Hause fahren. Okay. Wir treffen uns um 6. Wo? Ich würde dann vorschlagen, deine Burg. Na gut, dann treffen wir uns um 6 bei mir. Alles klar. Dann müssen wir uns um 6 und so und. Ich roll mich auf. Macht's gut. Ich fahr jetzt nach Hause. Gut's Nächtle. Gute Nacht. Jojo geht. Wenn sie an irgendwem vorbeikommt, der sie böse angeguckt hat, bleibt sie nochmal kurz stehen und sagt: So, das tut mir wirklich leid. Ich wollte eigentlich nur, ich fand's ein bisschen witzig. Nicht sauer sein, ja? Und bei mir ist alles fit im Schritt. Das war auch nur so dahergesagt. Das war vollkommen haltlos, was ich da sagte. Bestimmt ist es das. Ha. Das, nein, nicht machen, sagt sie gerade zu einem der Ausrufezeichen. Und geht da. Mhm. Und zockelt jetzt nach Hause. Brumm, brumm, brumm. Ja, sie lässt brumm, brumm, brumm. Das ist schon klar. Ja, und stellt ihr Auto ab und geht ins Bett. Guck vielleicht nochmal kurz bei Zappel rein. Ja, wenn du bei Zappel reinguckst, merkst du relativ schnell, der ist super gut drauf. Der ist viel zu gut drauf. Der ist einfach nur glücklich, der ist gechippt. Oh. Ist er noch ansprechbar oder nicht? Na klar, das ist nur ein Mood-Chip. Also der hat einfach nur perfekte Laune. Ach so. Mhm. Kuckuck. Hallo. Na du? Alles gut? Ja. Alles gut. Aber du bist doch schon wieder betrunken. Na, betrunken nicht, ja, ein bisschen angetrunken. Das riecht aber eher wie betrunken. Na, es ist ein bisschen angetrunken. Du, morgen Abend kommen zwei Leute. Einmal die Blonde, die kennst du ja schon, mit der ich auch hier war. Das Füchschen. Genau, das Füchschen. Und dann kommt noch jemand. Warte, hier, sie zeigt ihm ein Bild. Ja, grüne Haut, schwarze Haare. Nur damit du nicht direkt irgendwie dich, damit du Bescheid weißt. Na klar, ist doch überhaupt kein Ding. Gut, also die beiden sind total chillig. Mhm. So, trinken wir jetzt noch einen Kaffee zusammen und dann gehe ich ins Bett. Och, weißt du, ich bin gerade nicht für Kaffee, ich mach dir einen. Okay. Er macht dir einen Kaffee. Juhu. Hast du noch nie so langsam und so unzapft gesehen. Hast ihn aber auch noch nie gechippt gesehen. Das stimmt. Woher weiß sie, dass er gechippt ist? Vielleicht wegen dem angeschlossenen Comlink mit dem Hot-Sim-Modul und dem drinsteckenden Chip. Okay. Klingt logisch. Ja. Jo. Er macht dir einen Kaffee, ganz entspannt, gemütlich, mit Liebe macht er den Zeugkaff. Ja, sie bleibt noch ein bisschen bei ihm sitzen, glaube ich, labert einfach noch ein bisschen, erzählt noch ein bisschen vom Abend und wird dann aber auch schlafen gehen. Ja. Gut. Jo. Das war, ich habe das Zepter, an jemanden von euch übergeben. Oho, an die Dame mit dem Zepter? Ja, also, klar, also erstmal, ne, Bude, abschminken. Übrigens, jetzt zu dem Zeitpunkt trifft auch ungefähr dann das ein, was du nachgucken wolltest. Das dauert alles ein bisschen gedauert. Okay, werde ich mir heute Abend noch nicht angucken. Das lasse ich natürlich, erstmal auf meinen Datenhaufen liegen. Und springt in ihren Hasen, pinken Hasen, Plüsch-Pyjama und wird sich jetzt dann wahrscheinlich auch erstmal noch was zu essen machen zu Hause. Schön auf dem Weg hat sie schon über Link zur Wohnung alles angeschaltet, damit alles schön mollig warm ist. Schmeißt sich in die Badewanne, schmeißt einen alten Tribit an, also sprich von den guten alten Zeiten, schaut sich eine Serie an und wird dann auch so langsam quasi entschlummern, dann irgendwann auf der Couch. Ich wollte gerade sagen, kann ich hier meine Küche eine Riga-Konsole einbauen? Du hast doch eh komplett zu deinem Kühlschrank, zu deiner Mikrowelle und alles, was du zu Hause hast, das ist sowieso ein Link. Ja, aber er kann sich da nicht fühlen, als wäre er der Kühlschrank. Ja, das ist natürlich schade. Wenn man sich nicht wie der Kühlschrank fühlen kann, dann ist man auch gar nicht cool. Richtig. Korrekt. Wortspiel. 5 Mark in die schlechte Witzkasse. Jo. Ja. Also wie gesagt, Badewanne, Zeug, was essen und dann werde ich mich auch hinlegen, weil es soll ja morgen anstrengend werden und wenn ich morgen meinen Kleiderschrank durchforsten muss, dann okay. Ja.
Ich möchte gerade noch anmerken, ich habe garantiert in meinem Kleiderschrank-Ensemble eine Gaucho Marx Maske. Und die werde ich auch, beziehungsweise die Brille kennt er ja, ne? Gaucho Marx, oder? Nee, ich auch. Oh, bitte, du musst doch Gaucho Marx kennen. Okay, suche ich dir raus. Wie, kennt ihr nicht? Jojo kennt doch bestimmt, also Flummi-Tier kennt doch bestimmt Gaucho Marx, oder? Nee. Fuck! Oh mein Gott! Das geht gar nicht. Wir sind zu alt. Oh, ich glaube auch, wir sind zu alt. Ihr seid gar nicht viel älter als Flummi, aber na gut. Ja, dieses nicht viel ist genug. Ja, glaube ich auch. Diese kleinen paar Jährchen machen es dann doch aus. Scheint so. Ja, und Stefan, auch wieder zu Hause, auch was Vernünftiges essen. Sich dann vors Tritt hauen und wahrscheinlich dann langsam aber sicher ins Land der Träume absacken. Gut. Vor allem, ja, es gibt Masken, die genau dieses genau. Brille plus Nase plus Ach so, Bart. Das ist das, kenne ich. Ja. Der kennst du doch, aber... Ihr schlaft ein und passt auf, jetzt kommt der Clou an der Sache. Ihr werdet auch erwachen. Probe auf Erwachen, bitte. Um zwei erschwert. Oh shit. Ja. Geht schon. Ihr wacht auf. Ja, das Tritt läuft immer noch. Nicht, dass es so oder so ausgeschaltet hätte. Natürlich läuft das immer noch. Es kommt gerade eine Soap und die ist so gut, dass du direkt Bock hast, dich zu übergeben. Also es ist halt nicht nur Standard mit, wir betonen jeden Satz über und haben immer dieselbe Fresse im Gesicht. Und sie haben offenbar auch noch Leute dafür gecastet, die so eine beschissene Fresse immer ziehen, dass das einfach gar nicht geht. Und anscheinend auch Leute, die nicht wirklich einen Satz gerade rausbringen. Was? Die ist mit ihm verwandt? Aber was wird dann mit dem Anwesen und den geheimen Unterlagen über den Piratenschatz? Und das Ganze stellt sich jetzt mal in Russisch vor. Sally, this knife cannot only cut tomatoes, it can also cut the bones. And then you can woodchop your woodchopper. Ungefähr so. Ich glaube, Stefan tut sich anstelle dessen den Videofeed von gestern Abend wieder rein. Ah. Einfach nur, um das irgendwie zu überdecken. Oh ja. Und macht sowas ähnliches wie Frühstück. Also irgendein Säufraß wahrscheinlich. Hm. Ja, klar, halt ab in den Zollgucker rausholen. Schmeckt wie immer, genau. Sieht wie immer aus, wunderprächtig. Genau, so muss das sein, weil alles andere wäre ja neu. Und richtig. Neu geht nicht. Jojo wird gucken, ob sie irgendwo noch ein bisschen Arbeit zu erledigen hat. Sie wird versuchen, es zu tun. Wird damit wahrscheinlich irgendwann fertig sein. Wird da sitzen, denken, scheiße, was mache ich jetzt? Wird losziehen und versuchen, einen dieser Filter zu organisieren. 300, ne? Also mit allem, was du dazu brauchst. Scheiße. Schreibt die Steppi mal. So von wegen, ich kann dir so ein Ding organisieren, kostet ungefähr 300 Ocken. Ah, gut, dass ich vom Auftrag komme, ey. Ja. Ja oder nein? Ja, alles klar. Doch, ja. Besorg ich dir. Gut, dann besorgt sie das jetzt. Ja, kein Ding. Also ich meine, ne? Standardzeug kriegst du im Laden. Muss nur die Sinn angeben, easy. Oh. Na ja, gut, na, ich meine, für irgendwas muss es ja haben. Ja, eben, sollte ja kein da Problem. Da sollte sein. Ja auch ab und zu mal was drauf sein. Ja. Richtig. Genau. Gut, dann, wenn sie damit fertig ist, sitzt sie rum und denkt sich, scheiße, was mache ich denn jetzt? Bis abends. Das ist noch so lange hin. Wie viel Uhr haben wir denn gerade? Offiziell. Wann will sie denn aufwachen und was machen? Ist mir doch Wurst. Ich weiß nicht, wann sie aufwacht. Sie wacht halt auf, wenn sie aufwacht, aber die schläft wahrscheinlich nicht so Ewigkeiten. Ich denke, bis sie mit allem fertig ist, weiß ich nicht. Liegt da, hat sie da noch Arbeit rumliegen gehabt? Großartig wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Du hast irgendwann mal angefangen, dir einen coolen Rock zu nähen, auf jeden Fall. Aber hast das dann irgendwie aus Gründen weggelegt erstmal. Das ist halt da, das dann macht sie damit weiter. Dann bastelt sie weiter an ihren Klamotten rum und fängt wahrscheinlich nebenbei an, irgendwie ihre Kumpels abzutelefonieren, einfach nur mit denen zu telefonieren und weil sie keinen Bock hat, allein rumzusitzen, wie sie halt so ist. Ja, gut. So durch die Bank mal durch irgendwie. Da kommt dann wie immer auch, na, ich hab schon den und den und den angerufen, aber die wollten irgendwie nach 10 Minuten nicht mehr reden.
Ansonsten wird wahrscheinlich kommen, wenn du Lust hast, kannst du vorbeikommen. Bis heute Abend bin ich, habe ich nichts zu tun. Komm vorbei und errette mich von der Langeweile. Irgendwie so ein Scheiß. Mhm. Ja, Moment. Nachdem Sibylle aufgewacht ist, das machen wir doch ganz einfach. Ich brauche eine Avon-Einkaufsberaterin für den heute abendigen Ausflug, weil Sibylle weiß so gar nicht, wie sie sich auffällig kleiden soll. Also die hat's wirklich damit ein Problem. Unauffällig, also, unauffällig. What the fuck? Das ist ein Wortschatz, also das ist ein Wort in dem Zusammenhang nicht existierend. Also, Jojos Kommlinge, kabimbelt. Hallo. Entschuldigung, ich telefoniere gerade auf einer anderen Leitung, was gibt's denn? Ich brauch dich. Wofür brauchst du mich? Ich weiß nicht, was du von mir willst, was du gestern Abend gesagt hast. Ne Jeans, ein Pulli, ein Jeans? Paar flache Schuhe und ein Mantel. Oh Gott, also wenn ohne du gar nicht weißt, was du machen willst, dann hilfst du mir besser, weil das wird ansonsten gar nichts. Oh Mann, warte, aber es wollte gleich noch jemand vorbeikommen. Kannst du nicht Steppi anrufen und mit Steppi gehen? Das geht auch, weiß nicht, ja. Gehen, Versuch's mal mit Steppi. Wenn ich das dann, gar nicht geht, rufst du mich nochmal an. Ja. Jetzt komm, ich darf gleich wirklich auf meine Mode von Moskau würfeln. Dein Comlink macht komische Geräusche. Genau. Manche würden es als Klingeln definieren. Auf das Comlink guck, so als wär's besessen. Turn around every little moon. Leute, das dürfen wir nicht machen. Das ist Abguckerei. Ja. Ja, nimmst du ab? Ja, natürlich. Nicht am Bauch oder so irgendwas, sondern am Comlink. Mensch, wie lang klingelt das bei dir? Ich muss erst mal identifizieren, was das für ein Klingelton war. Ich hab Stress hier. Ich hab extremen Stress. Hier, Süße, was ist los? Die Jojo hat gesagt, ich soll mich unauffällig anziehen. Ja, das wäre sinnvoll. Bei mir kommt dann nur Error. Und sie hat gerade keine Zeit, also laber ich dich jetzt an zum... Ich brauche jetzt einen schwulen Abonberater, beziehungsweise nicht schwulen Abonberater, weil wenn du schwul wärst, dann wär's nicht auffallend und... Also dann... Ja, du weißt schon, was genau. Ich bin total verwirrt. Ja. Scheiße. Offensichtlich. Ja, nee, das kriegen wir hin. Persönlich oder geht's über VR? Das ist mir doch gehupft wie gesprungen. Mir doch auch. Ja, warte, ja, ich schnüpfe eben die VR. Ja, ich geb dir, du darfst quasi einen Mark setzen, um ins Pan zu dürfen. Kommt ein, Scheiße, ich wollte es mir noch ausdenken. Genau. So, Orlando so Bloom? Mit 1 Rennwagen? Nee. Birk, Entschuldigung. Er kommt in einem Formel-1-Rennwagen sozusagen an und ist halt so Michael Schumacher-Verschnitt als Icon, also zumindest mit Helm auf. Wie Rudy, also so der rote Rennwagen? Ja. Okay, cool. Ferrari. Ich muss dazu sagen, du hattest noch nie das Vergnügen, mit Sibylle in einer VR irgendwie rumzugedönsen. Also AR geht das noch, aber ihr scheiß Avatar, ihr Icon ist so ultra hochauflösend, mega realistisch mit Duft und allem, aber natürlich verführerischem Fuchsduft, das ist ja nicht gerade irgendwie so ein Stinktier. Mindestens hat die dafür 500 Nuyen für dieses Icon ausgegeben. Ich meine, klar, sie kann, also wenn sie es selbst programmiert hat, dann ist sie ein Virtuose sondersgleichen. Es ist so unglaublich, dass es dein Sim-Modul hat echt Mühe, das alles ordentlich auszulesen. Du bist ja nicht mehr sicher, dass das überhaupt alles perfekt übersetzen kann. Das heißt, die Tiefenwahrnehmung in sämtlichen Bereichen ist, also das ist so perfekt, ne? Ja, vor allen Dingen in den tiefen Bereichen, also untenrum, das ist unglaublich, was sie da das hat. Das ist ordentlich was für untenrum. Ordentlich was für untenrum. Ja, im Real Life, sozusagen Sabba, glücklicherweise hat er einen Helm auf und einen Rennfahranzug an, das heißt, man sieht da nichts. Zumindest nichts Offensichtliches. Aber er denkt sich, ich habe schon mal schlechtere Icons gesehen. Wesentlich schlechtere. Das soll er sich dann mal denken. Genau. Ja, also pass auf. Unauffällig. So, pass auf. Kleiderschrank hier. Genau, Kleiderschrank. In deinem Auge ergießt sich quasi eine Vielfalt an Latex, Spandex, Leder. Also Synthleder, ne? Klar. Und alles, was man so im SM und im Stripper-Bereich finden könnte, rein theoretisch, und auch mehr, aber... Darin habe ich dich noch gar nicht gesehen. Du hast mich in so einigen noch nicht gesehen. Wir haben ja noch nicht mal über Unterwäsche jetzt gesprochen, ja? Genau.
Der und Vorteil an der Sache ist, Unterwäsche kannst du tragen, was du willst. Man sollte sie halt nicht sehen. Ich weiß, es ist ein komplett neues Konzept für dich. Du siehst einfach nur einen fragenden Ausdruck im Gesicht, der seinesgleichen sucht. Also unauffällig heißt nicht die Unterwäsche zeigen. Also zumindest in der Gegend, wo wir erwartet werden. Beim Stripperclub, da wäre das auffällig sozusagen, nicht die Unterwäsche zu zeigen. Dort, wo wir hinwollen und da, wo Jojo meint, wo wir hinwollen, ist das vielleicht besser, den Schlüpfer zu bedecken, die Büstenhalter nicht rausplatzen zu lassen, was sehr schade ist, wirklich. Also Sport-BH. Und hier so, hängt... So ein Seufzen. Und eine Sache sticht dir ins Auge, da hängt ein Mortimer of London Business Suit. Dreiteiler. In Anthrazit. Holla. Das... Wo hast du den denn her? Der ist für Beerdigung. Ja, da kann man was draus machen. Ich denke gerade so drüber nach, was so aktuell Mode ist, ob das so passen würde, so knapp. Ist halt ein Businessanzug. Ich meine, der ist jetzt Anthrazit grau. Okay, Moment, ich schmeiß das Ding mal an. Moment, pass auf. Ja, genau. Und, ne, Klamotten fallen einfach so und, naja, bis auf die Unterwäsche natürlich. Und dann wird sich in ein Sport-BH gezwängt und der Mortimer angelegt. Die Haare steckt sie dann hoch zu einem Dutt und hat noch eine schöne Brille dazu. Er kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Ein Nasenkneifer sozusagen. Also er grinst. Er ist froh, dass er einen Helm auf hat. Aber man sieht sich so den imaginären Bart kraulend. Geht das? Der ist schon fast wieder zu brav. Na? Outgame, ich weiß nicht, ob das für euch hilfreich ist, wenn ich euch mal... Obwohl, du weißt überhaupt nicht, wo es hingeht. Okay, ich lasse das. Ich weiß es auch nicht, ganz ehrlich. Ja genau, mit dir rede ich ja, also Sibylle weiß es ja, aber... Vielleicht etwa die Haare offen, von wegen, dann sieht man nicht so aus, als würde man gleich wirklich zu einer Beerdigung oder sowas. Von wegen, das muss locker sein. Wir sind ja da, wir sind ja locker unterwegs. Wir wollen ja sozusagen vorbeischauen und nicht ein Geschäftsessen mit denen machen. Mhm. Also offene Haare, und der geht so die... Geht so den Anzug runter. Dreiteiler hast du gesagt, ja? Ist das ein Rock? Nee, das ist ein kompletter Anzug. Das ist tatsächlich also Hose. Also wie es ein Mann eigentlich tragen würde. Und jetzt, wo sie die Haare offen hat und zur Abwechslung du sie mal ohne Schminke siehst und die Ohren so ein bisschen zwischen den offenen Haaren hervorlugen, könnte man unter gewissen Umständen sogar sehen, dass sie eigentlich ein Kerl ist. Und die Brille nimmt sie auch ab. Ah, sieht nicht schlecht aus. Und natürlich keine Stöckelschuhe, sondern ganz normale... Business Lackschuhe. Hm. Sag so, Jojo wird dich nicht wiedererkennen. Aktentasche, was? Ja oder nein? Ne, ich glaube, wir kommen ohne Aktentasche aus. Achso, du möchtest Zopf. Irgendwas Besonderes mitnehmen. Zopf, ja oder nein? Ich glaube Zopf. Zopf. Ja, doch. Mach mal Zopf. Zopf. Pferdeschwanz. Ja, Pferdeschwanz. Ja, definitiv. Kein Glitter, oh mein Gott, wo habe ich denn das? Nicht Glitterhaargummi. Ach du Scheiße. Oh Gott. Jetzt rennst du erstmal durch die Wohnung und reißt Schubladen auf. Mein Gott, was die immer von mir wollen. Scheiße hier. Gut, okay. Ich glaube. So einen verstohlenen Blick in die Schubladen werf. Dilden. Assplugs, Buttplugs. Nein, ganz normale Schubladen, was du halt so Krimskrams in so Schubladen hast. Ja. Und du siehst sie dann auch, wie sie sich einen Halfter greift aus der Garderobe. Und den Halfter, also ne, Halfter unter das Sakko. Und auch da wohl was drin steckt. Oh, so, und dann komplett durchgebügelt und Schlag in den Nacken. Steht sie ja. Dann da. Oh, warte. Fingernägel. Ach du Scheiße, bis ich die jetzt unten hab. Okay, lass mal die Finger. Denk dir die Fingernägel mal weg und sie macht Fäuste. Geht das? Doch, das geht tatsächlich. Ich glaube, damit kann man vor. Warte mal, lass mich das anders ausdrücken. Und der denkt nach. Warte mal. Damit kann man so unter die Normalos gehen. Und er versucht das Normalo wirklich so. Abwehrend. Möglich. Ja, genau. Okay. Also, Sibylle soll nicht das Gefühl haben, dass sie. Nicht, also sie muss ja über dem Normalen stehen. OT-Frage, ich werde den Teufel tun, das haben wir ja jetzt wohl angemessen genug ausgespielt, um zu sagen, dass ich den Verkleiden-Trick gemacht habe. Ja, Chef, ja, klar. Passt das? Easy. Du hattest Schwierigkeiten dadurch, also es ist ja wirklich furchtbar, was man dir da versucht anzutun, das kommt ja irgendwie schon fast ästhetischen Missbrauch gleich, aber ne, was soll man machen? Man denkt, dass man da so, also du siehst zumindest jetzt nicht aus wie sonst, also muss es ja gut sein. Also Stefan ist auch ständig am Seufzen sozusagen, was da alles versteckt werden muss und überhaupt.
geht gar nicht. Aber was man nicht alles tut für Freunde. Na, dann haben wir es doch, oder? Jo, ich denke, damit kann man weggehen. Mein Gott. Ich muss mir jetzt die Nägel machen. Das dauert. 6 Uhr hast du gesagt, warte mal, wir haben jetzt 4, ne? Bis ich bei Jojo bin. Ja, eine Stunde brauche ich, bis ich die unten habe, garantiert. Also um in einer Stunde brauche ich nicht bis zu Jojo, ich glaube, ne? Viertelstunde bin ich da. Ja, genau. Das passt. Wunderbar. Steppi, dank dir. Küsschen, bis nachher. Bis denn. Ist das keine Aufsteckfingernägel? Nein. Das wird mit French gemacht und Silikaten oder sowas. Ja. Keine Ahnung, das weiß tatsächlich hier meine Perle, OT. Aber ich weiß sowas nicht. Ich OT auch nicht. IT bin ich mir nicht sicher. Er klingt sich dann aus sozusagen, klingt sich weg, reist zurück, fährt nach Hause. Und auch er sucht sich ein paar normale Klamotten aus. Also nicht mit denen, er sucht sich nicht die Klamotten raus, mit denen er normalerweise zu den Falcons geht, wenn er da mal wieder vorsprechen muss. Ja, das ist gut. So, und eher so normal, Jeans, Jacke, Handschuhe, Mütze. Ja, genau. Gut. So ein Cappy. Dingsen. Ja, genau, sowas. Aber vielleicht, dass man auch nicht super viel vom Gesicht sieht oder sowas. Ein bisschen den Kragen hochgestellt. Keine Ahnung. Brille etwas abdunkeln, so Sonnenbrille technisch. Passt. Ja. Und danach geht's dann wahrscheinlich auch Richtung Jojo. Also so kurz vor Abend halt. Ja, ihr macht euch da auf den Weg. Ist ja überhaupt kein Ding. Bliblablub. Bei Jojo ist es so, die hat ja noch geguckt, was da unauffällig wäre. So in der Gegend habe ich dir ja geschrieben, ich war ja auch gar nicht abgelenkt. In jedem Fall ist es nur so, komm mal das, als du da so ein bisschen suchst und bla und überhaupt, siehst du irgendwann, das war nicht gut, neben dir stehen mit so einer Sabberfahne den Blick ungefähr dorthin gerichtet, wo gewisse Kopfimplantate sitzen. Bei wem jetzt? Bei Jojo. Er sieht so hungrig aus. Die Essenz rausschnüffelt. Hi! Sie macht die Tür. Hä, was? Hallo, hast du mir zugehört, Ale? Was denn? Noch bevor die kommen. Ach so. Und du guckst, wie man sich da unauffällig anzieht. Ach so, okay. Bemerkst du, dass Erbs neben dir steht und sabbernd auf gewisse Kopfimplantate guckt? Da guckt sie auf Erbs. Er piekt dich an. Was denn? Er guckt flehentlich zu deinem Datenbuchsenausgang. Was willst du denn da? Er hebt einen Finger und stopft ihn sich in den Mund. Viel zu weit, also eigentlich ist schon der halbe Arm drin. Da ist doch gar nicht viel. Warte mal, willst du meinen Mülleimer haben? Herps. Sie leert ihren Mülleimer für ihn. Dasselbe Problem wie letztes Mal. Wenn du ihm keinen Zugriff auf deinen Comlink gibst, hast du jetzt Grafik in den Wind geschüttet. Das ist nicht so toll. Oh, sie will ihm keinen Zugriff auf ihr Comlink geben. Das ist ja okay. Ja, dann suchst du weiter. Kann sie ihm eine spezielle Partition einrichten? Das ist durchaus möglich. Oder du hast auch irgendwelche anderen Geräte, was weiß ich, du kannst ihn auch auf deinen Kühlschrank lassen oder sowas. Dann lasse ich ihn auf ein anderes Gerät drauf und dann verschiebt sie ihren Mülleimer dahin. Gut, da hat er dort ein bisschen Spaß, das ist doch unabbrechlich. In eine Putzdrohne oder so. Ja, so ähnlich. Er frisst da ein bisschen, du guckst noch ein bisschen weiter, er kommt wieder raus. Guckt wieder auf deine Datenbox. Das Ding ist, man sieht jetzt wirklich mit der Zeit, er wird grafisch ein bisschen besser aufbereitet und am Anfang war es ja so, er hat ein bisschen zugenommen. Aber jetzt sieht es so aus, als er hat ja auch gestern zu fressen bekommen und überhaupt, da hat er auch noch ein bisschen zugelegt. Jetzt sieht er wieder unheimlich abgemagert aus, das arme, arme Ding. Oh nein, dich will ich ja gar nicht so angucken, Mann. Aber ich hab doch nichts mehr, du hast doch meinen Mülleimer schon gekriegt. Die Antennen an seinen Augen vibrieren leicht und so eine leichte Welle breitet sich im Raum aus. Dein Comlink kann das irgendwie nicht verarbeiten, aber okay. Es reagiert erstmal nichts, aber nach so ein paar Minuten, wo das halt so wellig durch den Raum geht, hast du wieder diesen Traum, nur dass du wach bist. Ach, und übrigens, das ist eine Art Overlay, das heißt, du fällst um und bist quasi bewusstlos in diesem Traum. Schön. Also nicht bewusstlos, du kriegst ja noch alles mit. Ich liege auf dem Boden, ja. So etwa 5 Minuten. Du kannst dir nämlich nebenbei sogar die Zeit einblenden lassen. Das ist wunderprächtig. Super. Dann ist es auch wieder vorbei. Hast super, den Kopf das ist überhaupt nicht scary oder so. Gar ja. Nicht. Erbs hat derweil wieder sich in deinem Kühlschrank vergnügt. Ich liege auf dem Boden. Hast ein bisschen gesabbert. Ekelhaft, schäm dich. Ich wische es weg, wenn ich wieder kann. Ja, kein Ding. Es ist ein bisschen wackelig auf den Beinen. Du bist ein bisschen...
Ja, die Welt ist ein bisschen komisch, weil du warst ja gerade quasi VR in einem dunklen Raum mit Schrift, also, aber ansonsten, man gewöhnt sich dran, du warst nicht so oft VR unterwegs, aber du kennst das ja. Ja, sie setzt sich hin. Sie muss sich jetzt erstmal hinsetzen. Sie braucht einen Kaffee, einen starken Kaffee. Sie kocht sich einen starken Kaffee. Alter! Das, Mann, waren wir krass, oder? Boah. Was da alles abging. Ich hab mir gerade wieder selbst ein bisschen in den Mund gebrochen. Ja, Aber knapp. schlucken, ne? Erst schlucken, dann Nee, atmen, speien. weißt du, ja. Schlucken oder spucken. Aber auf jeden Fall muss ja, das war so, also die erste Hälfte des Spielabends, die war ja schon mega episch. Eigentlich gegen Verwendung dieses Wortes bei uns, aber das war wirklich mega episch und es geht ja mindestens noch viermal so krass weiter. Hat sich richtig gelohnt, die Prequels jetzt nochmal zu machen. Ja, natürlich, Sally. Ich fand's toll. Ich fand's wirklich toll. Deswegen habe ich mich auch immer dafür eingesetzt, dass wir die Prequels raushauen. Ich meine, war einfach klasse. Es war zwar ein Haufen Arbeit, das zu schneiden, aber nichtsdestotrotz, unsere Zuhörer werden es hoffentlich mögen. Naja, ansonsten. Pech gehabt. Richtig. Also wir. Richtig. Aber es sind ja tatsächlich noch ein paar Perlen dabei, so die. Was waren noch insgesamt 4 Folgen, ne? Ja, richtig. Oh, ich habe Genau. 4 draus gemacht. Und da sind auf jeden Fall noch ein paar nette Angelegenheiten dabei. Ja, ein paar Insider werden es vielleicht ein bisschen klarer werden, aber Ja. muss man nicht unbedingt verstehen. Also wir sind ja sowieso durchgeknallt, dann macht es auch nichts. Aber irgendwas müssen wir ja hochladen, sonst sind wir ja traurig. Ja, wir müssen einen neuen Puffer aufbauen. Richtig, das ist. Also nein, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Prequels Nein, gewesen. Nein, natürlich Quatsch. nicht. Natürlich nicht. Aber Ganz das schlimm. wollten wir einfach nur mal sagen. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Deswegen an der Stelle versuchen wir jetzt was ganz Tolles. Und weil ihr schon hört, an der Stelle kommt unser Common Creative License 3.0 Attribution, unter denen die White Russians lizenziert sind oder veröffentlicht werden. Nächsten Trolley. Attribution non-commercial. Dankeschön, Attribution Non-Commercial natürlich, aber die 3.0 sagt ja schon alles. Also, gell? Arschkrampe. Jetzt machst du weiter. Hier muss jetzt was über Tops GmbH, Tops Incorporated sagen. Tops ist sehr geil. Die haben nämlich voll die krassen Rechte an Shadowrun, yo, Bro. Und wird in Deutschland von Pegasus vertrieben. Und die sind voll super, weil die ja jedem zur Verfügung stellen diesen tollen Text, der es einem erlaubt, quasi damit Schindluder zu treiben, wenn es nicht kommerzieller Art ist, so wie wir das tun. Reicht dir das? Ich frage mich ja ernsthaft, was Tops machen würde, wenn die wüssten, wie sehr wir den Namen Shadowrun eigentlich verunglimpfen mit unserem Zeug, was wir labern. Aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall nicht so gut. Ne? Aber Ich sage naja, jetzt, wissen die ja ne? nicht, die können ja kein Deutsch. Gott sei Dank. Ich hoffe auch, dass das niemand von euch denen übersetzt, was wir damit treiben und Das Shadowrun wäre auch nennen. nicht viel Arbeit, glaube ich. Ha. Wie viele Stunden haben wir denn mittlerweile ohne die Prequels? Unzählige Stunden. Also ich glaube, wir hatten schon bei 18 Videos einen halben Tag oder sowas, also. Ja, naja. Deswegen sagen wir jetzt auch noch ganz schnell, dass die Kremlkrauts unsere Intro- und Outro-Music stemmen. Unfreiwillig. Die haben da nicht zugestimmt, aber die benutzen auch die Common Attribution. Deswegen dürfen wir einfach die verunglimpfen. Deswegen haben sie quasi zugestimmt. Ja, unwissend, aber trotzdem einwilligend. Nichtsdestotrotz, Intro und Outro-Musik ist, wie heißt immer, deutsches Essen in Moskau, ne? In Russland, in Deutschland, nee, warte mal, deutsches Essen in Deutsches Russland. Essen, ja, Moskau oder Russland, ja, genau. Russland. Wir haben einen Link dazu irgendwo auch. Auf jeden. Und steht auch Wohin? immer am Ende da. Also, jetzt mal. Genau. Ja, ihr dürft euch auch, weil wir ja Common Creative, genau, das muss ich ja auch sagen, ihr dürft euch gerne Stücke aus unserem Podcast ausschneiden, wenn euch was ganz besonders gut gefällt und ihr dürft das auch gerne wieder weiterverwenden. Wieder weiterverwenden? Und dürft das auch dann gerne in euren eigenen Kram einbauen. Ihr müsst allerdings ein kleines Label anbringen, das besagt, dass das von den White Russians kommt und nicht uns. Weißt du, was man vielleicht da verwenden könnte? Kacken-Soundboard. Ich muss jetzt echt noch mal ankündigen, Leute, wir werden einen Outtake irgendwann machen. Ein Best Oh of nein. Outtake. Dann werde ich ohne Genehmigung hochladen und werde verklagt werden von den beiden anderen deswegen. Und von anderen Veranstaltungen, anderen Firmen.
Und das, in dem Zusammenhang werde ich dir noch einreichen, ein Soundboard für dich. Das finde ich sehr schön. Da das kann ich endlich auch mal, ich höre mich so gerne reden, weißt du, da muss ich nicht mehr was sagen, da kann ich einfach auf den Knopf drücken. Deswegen höre ich mir auch immer die Podcasts zu Hause selbst an und lache ganz viel dabei, weil ich mich gerne reden höre. Mhm. Super. So, sollen wir noch Hörnchen. Hörnchen ist immer gut. Sollen wir noch jemanden grüßen hier? Wie wär's denn mal mit der Win oder Finn oder was? Weil ich habe gesehen, auf WordPress hat die irgendwas zu Anime oder Manga. Aber ich glaube, es ist Anime, weil das ist ja das nicht das Buch. Genau, da hat sie Shido, irgend sowas. Auf jeden Fall, wer sich für sowas interessiert, kann ja mal gucken. Genau. Mir fällt, ich habe jetzt nicht genau den Link, aber über WordPress und Finn hat ja bei uns kommentiert, da kann man klicken und da sieht man das auch. Jetzt haben wir mal was anderes erwähnt. Jetzt lässt du die Leute einfach mal auf unserer Seite alle Kommentare durchklicken, oder was? Ja, normal. Okay, finde ich gut. V-I-N kann man auf WordPress bestimmt auch so finden. Ich schau mal. Aber ich war jetzt nicht vorbereitet, weißt du, deswegen... Comments? Oh Gott, weißt du, wie viele Comments wir mittlerweile haben? Das muss in den ersten Folgen gewesen sein, irgendwann. Mhm. Ich glaube, nachdem wir Win einmal erwähnt haben in unsere Intro, das haben wir rausgeschnitten. Hatze. Ja? Glaube ich. Haben wir? Ich glaube nicht. In dem Moment im Intro oder Outro nicht, aber da ist es noch drin, genau, aber woanders. Hm. Ja. Win, an der Stelle liebe Grüße an dich. Wir werden mal gucken, dass wir dich noch verlinken. Richtig. So Leute wie Mercurius, der sich drüber wundert, dass wir Dislikes mögen, möchte ich auch nochmal Hallo sagen. An der Stelle. Das ist auch einfach so bescheuert, Junge. Dass ich Dislikes mag? Das ist halt was mit meinem Namen. Dislike. Ja, okay, ach, und Edgo. Edgo die Sau. Edgo grüßen wir. Genau. Und bald nochmal. Egal. Und Win, genau, hier habe ich Win mit seinem eigenen Blog. Das ist SIDOOH Project, also auf Englisch Projekt, auf Deutsch. .wordpress.com könnt ihr mal schauen. Gibt's was zu sehen. Und natürlich wie immer Snowcat auf ihrem eigenen Blog, auf dem Schneekatzenblog und alles rund um Shadowrun von ihr und ihrer Spielgruppe geschrieben. So wie Trollstrolch, der jetzt hoffentlich bald mal in die Pötte kommt mit seinem eigenen Podcast-Upload. Ne? Bin ich mal gespannt. Müsst ihr mal ordentlich auf die Eier gehen. Das, Junge! wem auf die Eier gehen? Na, Trollstrolch muss man auf die Eier gehen, damit das schneller geht. Und nein, wir machen keinen Druck. Nee, wir doch nicht. Gut, ich glaube, dann haben wir es aber auch wieder, ne? Wir haben es auf jeden Fall. Ja, nicht mehr alle Tassen im Schrank vor allem, aber... Richtig. Anderes Problem. Bis denn! Bis denn! Sag tschüss! Tschüss!